So, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier bei uns im Landkreis Böblingen, aber überall in Deutschland, wo Sie uns jetzt gerade in Facebook Live sehen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute hier am Freitagabend um 18.04 Uhr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Marc Bjadatz. Ich bin der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Böblingen. Und ich freue mich heute gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren zwischen Impfskepsis und Impfpflicht. Wohin steuert Deutschland? Als ich vor ein paar Tagen diese Diskussionsrunde geplant habe, habe ich auch noch nicht sehen können, was heute der Fall ist. Heute haben wir verschärfte Corona-Maßnahmen. Die Landesverordnung des Landes Baden-Württemberg wird in den nächsten Minuten auch veröffentlicht wird. Das öffentliche Leben wird weiterhin eingeschränkt werden. Und wir diskutieren in Deutschland und im Deutschen Bundestag über eine Impfpflicht. Wir diskutieren aber nicht, meine Damen und Herren, über einen Impfzwang. Weil da sind wir uns alle einig, einen Impfzwang, also sprich, dass jemand von zu Hause aus abgeholt wird mit der Polizei oder mit dem Ordnungsamt, das wird es in Deutschland nicht geben. Ich kann Ihnen auch sagen, als Bundestagsabgeordneter hätten Sie mich vor 2 Monaten gefragt, ob ich eine Impfpflicht will, also sprich eine Impfpflicht, die über Bußgelder organisiert wird, also wer sich nicht impfen lässt, muss eben ein Bußgeld bezahlen. Dann hätte ich noch vor 2 Monaten gesagt, meine Damen und Herren, das brauchen wir nicht, denn ich glaube daran, dass die meisten Deutschen sich impfen lassen werden. Aber leider hat die Realität uns gezeigt, dass unsere Impfquote leider immer noch nicht so ist, wie sie sein sollte, also weit über 80%. Nein, wir sind immer noch irgendwo zwischen 60% und 70% in Deutschland. Und das ist zu wenig, gerade auch bei uns im Land Baden-Württemberg, aber eben auch in Gesamtdeutschland haben wir noch keine Impfquote, die eben uns jetzt ein unbeschwerteres Weihnachtsfest geben würde. Wir sehen in anderen Ländern, meine Damen und Herren, in Portugal, in Italien, aber auch in Spanien, dort haben die Menschen sicherlich auch erlebt, dass Corona wirklich ja, einen großen Schaden anrichten kann, dass eben Menschen auf Intensivstationen nicht mehr behandelt werden können. Und deswegen glaube ich, ist in diesen Ländern, und ich glaube, da gibt es auch Impfskeptik, und trotzdem haben die Menschen gesagt, in einer weit größeren Masse als bei uns, wir lassen uns impfen. Und deswegen glaube ich, und jetzt spreche ich als Bundestagsabgeordneter, ich werde mich für eine Impfpflicht im Deutschen Bundestag und auch noch dieses Jahr entscheiden, weil gerade eben kam auch die Meldung der Ampelkoalitionäre, dass dieser Gesetzentwurf, diese Gewissensentscheidung auch noch vor Weihnachten entschieden werden soll. Also sprich, wir werden nächstes Jahr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Deutsche Bundestag zustimmt, eine Impfpflicht in Deutschland haben. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen und vor allem auch mit 2 Gästen diskutieren. Ich darf begrüßen Dr. Michael Blume. Hallo Michael, wir duzen uns, deswegen werde ich jetzt auch beim Du bleiben. Dr. Michael Blume ist in Filderstadt geboren und aufgewachsen. Ich kenne den Michael schon unheimlich lange. Wir haben uns in unserem politischen Leben schon öfters begegnet und ich bin immer wieder froh, auf seine Meinung, aber auch auf seinen Rat zu hören, aber einfach auch seine Bücher zu lesen. Denn Michael Blume hat Religions- und Politikwissenschaften an der Universität Tübingen studiert. Er ist jetzt beruflich der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg gegen den Antisemitismus. Und deswegen ist er auch heute bei uns zu Gast, er ist Autor verschiedener Bücher zu Religionen, aber eben auch zu Verschwörungsmythen. Und ich glaube, da kann Dr. Michael Blume gleich auch was dazu sagen. Ich habe auch von ihm zum Beispiel gelernt, es geht nicht um Verschwörungstheorien, weil Theorien hat was mit Wissenschaft zu tun. Und es geht hier um Mythen. Und ich glaube, dafür soll auch diese Veranstaltung heute helfen, damit wir eben ohne Schaum vor dem Mund einfach auch darüber reden, wie wir das genau einordnen können, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eine Verschwörungsmythen, denn Theorien bei Verschwörungen gibt es in der Form nicht. Übrigens, wir haben auch eine Anschnallpflicht in Deutschland.
Und die wird auch nicht mit Zwang vollstreckt, sondern die wird auch mit Bußgeld vollstreckt. Wer sich nicht anschnallt, muss dann halt eben Geld bezahlen. Das ist zwar ein hinkendes Beispiel, weil Impfen sicherlich etwas anderes ist, als sich anzuschnallen, aber um das einfach nochmal für mich auch einzuordnen, und deswegen würde ich Sie gerne auch bitten, wenn wir nachher diskutieren, Sie können gerne Vergleiche machen, Sie können auch aus Ihrer Lebenswelt argumentieren, aber bitte bleiben Sie immer bei der Sache und bleiben Sie vor allem freundlich und fröhlich. Ich glaube, auch in diesen schweren Zeiten kann man so eine Diskussion umso besser hinbekommen. Und dann begrüße ich Dr. Björn Schittenhelm. Ich glaube, wir alle im Landkreis Böblingen, hallo Björn, auch wir duzen uns, weil ich den Björn auch schon lange hier aus dem Landkreis Böblingen und vor allem natürlich auch aus Holzgerlingen kenne, weil dort ist er zu Hause. Dort hat er auch seine Stammapotheke. Und Dr. Björn Schittenhelm ist vor allem einer, der sich in Corona einfach gesagt hat: Lass uns die Ärmel hochkrempeln und lass uns einfach was machen. Das Böblinger Modell zum Thema Testen ist mit aus seiner Feder entstanden. Ich glaube, auch deutschlandweit konnten wir als Landkreis Böblingen zeigen, als wir noch keinen Impfstoff hatten, wie wichtig Testen ist und vor allem, wie unkompliziert man das auch mit Online-Anmeldungstools machen kann. Und dafür steht Dr. Björn Schittenhelm. Und er steht aber auch dafür, jetzt, wo wir einen Impfstoff haben, einen hochwirksamen, einen gut verträglichen, dass er einfach Impfmarathons mit vielen Städten wie zum Beispiel Holzgerlingen oder auch ganz aktuell morgen wieder den Impfmarathon in Sindelfingen im Glaspalast mitorganisiert und vor allem einfach auch fürs Impfen wirbt. Deswegen auch ein herzliches Willkommen dir, lieber Björn, dass du heute Abend bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, ich werde jetzt gleich das Wort an Dr. Michael Blume und dann an Dr. Björn Schüttenhelm übergeben, die uns in einigen Worten, so in 10 Minuten, einfach mal ihre Sicht der Dinge präsentieren. Und dann haben wir uns vorgenommen, 30 Minuten lang mit Ihnen zu diskutieren. Wenn Sie eine Frage, ein Statement oder auch ein Gedanke haben, bitte melden Sie sich hier mit der Funktion, die wir hier in Zoom haben, einfach mit der gehobenen Hand. Dann werde ich das notieren. Wir werden immer 3 Fragen sammeln. Ich würde Sie bitten, so Ihre Frage, Ihr Statement in einer Minute zu artikulieren, auch kurz Ihren Namen zu sagen und bitte auch Ihr Bild anzuschalten, damit wir auch sehen, wer Sie sind, beziehungsweise damit wir Ihnen auch in die Augen gucken können. Und ich würde Sie bitten, das habe ich ja am Anfang gesagt, wenn Sie nicht sachlich bleiben, dann würde ich mir dann auch herausnehmen, irgendwann dann das Mikrofon auch auszuschalten. Ich will das hier auch ganz offen sagen, denn ich möchte eine Diskussion führen auf Augenhöhe, aber vor allem in hoher Akzeptanz unserer Menschlichkeit. Wir alle, die hier sind, egal ob wir Politiker, Autoren oder Apotheker sind, wir sind auch nur Menschen. Aber jeder von uns hat eine Meinung und die darf er genauso vertreten, wie Sie sie vertreten dürfen. Von daher freue ich mich jetzt auf einen ja, spannenden Abend in den nächsten 50 Minuten zwischen Impfskepsis und Impfpflicht. Wohin steuert Deutschland? Schön, dass Sie alle dabei sind und ich darf jetzt Dr. Michael Blume das Wort geben. Michael, die nächsten 10 Minuten gehören dir. Ja, vielen Dank, lieber Marc, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch lieber Björn. Wir haben uns erst heute Abend kennengelernt, aber das hat die Chemie gleich gestimmt. Ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf, Marc. Ich war ja schon im Wahlkreis. Ich stehe ja grundsätzlich den demokratischen Abgeordneten auch immer gerne für Veranstaltungen zur Verfügung, weil es ja auch darum geht, um zu beraten. Viele Gespräche finden nicht öffentlich statt, manche finden auch öffentlich statt. Mit Manuel Hagel zum Beispiel, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden, gerade ein ganz tolles Gespräch gehabt, wo es eben auch um die Frage ging, Impfpflicht. Und er hat sich ja für sehr klare Maßnahmen ausgesprochen. Und wir haben da ja historische Erfahrungen. Ich spreche heute aber nicht nur als Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter, sondern auch als Vater. Meine Tochter studiert Medizin, hat einen Medizinstudienplatz und hat sich entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Intensivstation zu leisten. Und ich kann Ihnen sagen, wir hatten gerade vorher darüber gesprochen, was für eine katastrophale Situation schon da ist. Und wir müssen uns klar machen, dass ganz egal,
was wir jetzt noch entschließen und was auch der Bundestag beschließt, es werden Menschen sterben. Das Sterben hat bereits begonnen. Und zwar einmal bei Covid-19-Betroffenen, Erkrankten, ganz überwiegend die nicht geimpft sind. Dort ist eine ganz hohe Sterblichkeit, aber es betrifft auch, weil die Ressourcen einfach begrenzt sind, andere Menschen, deren Operationen verschoben werden, die große Schwierigkeiten haben, wenn sie selber Intensivfälle sind. Wir überlasten gerade unser Gesundheitssystem. Und insofern, ich hatte heute eine Diskussion, wo jemand gesagt hat, es ginge um die Freiheit. Ich habe dann gesagt, bitte denkt auch an die Freiheit der Ärztinnen, der Pfleger, der Menschen, die momentan alles tun, um die Menschen am Leben zu halten und die schon seit Monaten am Anschlag sind und viele kündigen, viele hören auf, weil sie es nicht mehr ertragen können. Aber wie kommt es jetzt, dass ein Antisemitismusbeauftragter das sozusagen hat kommen sehen und das schon sehr früh gewarnt hat? Das ist nicht, weil ich irgendeine Glaskugel hätte, sondern schlicht und ergreifend, weil wir das in der Wissenschaft sehen, es war immer wieder so. Also ein Buch, das ich geschrieben hatte, damals bei Marc vorgestellt hatte, warum der Antisemitismus uns alle bedroht, war eben genau das, dass Menschen in Situationen von Angst immer wieder in Verschwörungsmythen geflohen sind in der Vergangenheit. Wir hatten hier im süddeutschen Raum die sogenannten Pestpogrome. Also wenn die Pest gekommen ist, über die Alpen aus Italien zum Beispiel, dann brannten Synagogen. Es wurden Menschen angegriffen, weil für sehr viele Menschen dann es sozusagen logischer erschien, jemanden anderen zu beschuldigen, jemand anderen anzugreifen, Ärzte, Bürgermeister, jüdische Gemeinden, als sich der eigenen Angst zu stellen. Wir hatten die ersten antisemitischen Verschwörungsmythen gegen Covid-19 bereits im Januar 2020. Da war noch keine einzige Maßnahme, es war noch keine Masken, es war noch überhaupt nichts. Es wurde überhaupt nur diskutiert, ob diese Pandemie uns überhaupt erreichen wird, ob es überhaupt eine Pandemie wird. Und da schickte ein Ivo Sasek, ein Fundamentalist, ein Sektengründer aus der Schweiz, schickte da bereits Flugblätter herum, wo das Covid-19-Virus als jüdische Biowaffe bezeichnet wurde. Ich habe davor gewarnt, ich bin in die Presse gegangen, ich habe gesagt, Leute, da kommt was. Es ist so wie in der Vergangenheit, ein Teil der Menschen wird verängstigt sein und ein Teil dieser Menschen wird in Verschwörungsmythen fliehen. Das bedeutet nicht, und das will ich ja klar betonen, dass alle Menschen, die gegen das Impfen wären, wären antisemitisch. Das ist überhaupt nicht die These, sondern dass die Frage, wie gehen wir mit Beängstigendem um, wie gehen wir damit um, wenn uns etwas wirklich Angst macht, dass das eine Grundfrage des Menschen ist und dass es leider immer in der Geschichte auch Menschen gegeben hat und auch heute gibt, die sich dann falsch entschieden haben. Wir unterscheiden heute in der Verschwörungspsychologie, also in dem, was davor geht, vier Stufen. Und die erste Stufe betrifft uns alle, auch den Marc und auch den Björn und uns alle hier. Da schützt kein Doktortitel und da schützt gar nichts davor. Das ist das sogenannte Blunting, Abblocken. Wir alle müssen uns entscheiden, wenn wir auf negative Informationen treffen, wie gehen wir damit um. Keiner von uns kann 24 Stunden am Tag an die Klimakrise, an die Inflation oder an das Covid-19-Virus denken. Jede und jeder von uns muss leben. Wir sind Ehepartner, Freundinnen, Lehrer in Berufen und so. Das heißt, wir entscheiden selber, wann wir die beängstigenden Dinge an uns heranlassen. Deswegen sind auch Menschen, die sagen, ich habe eine Sorge, ich will abwarten, ich brauche mehr Informationen, ist das erst einmal ein völlig menschliches Verhalten. Und da würde ich niemanden für verurteilen. Und das ist auch deswegen richtig, dass zum Beispiel auch Apotheker dann eingeschaltet werden, um Informationen zur Verfügung zu stellen oder dass Hausärzte Aufklärungsgespräche durchführen können, wenn wir ihnen dann auch die Zeit dafür geben. Also das ist ganz normales menschliches Verhalten. Ich möchte Ihnen sagen, niemand muss sich für Ängste schämen. Ich habe sie auch. Ich habe eine Familie mit Kindern. Meine Tochter arbeitet in dem Bereich. Das ist ganz normal. Die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Stellen wir uns der Angst? Stützen wir uns auf die Informationen, die uns Wissenschaft und Medizin heute Gott sei Dank bieten, dass wir zum ersten Mal einen Impfstoff haben in einer Pandemie? Oder biegen wir falsch ab in Verschwörungsmythen? Verschwörungsmythen sagen, das waren die da oben. Das war die Pharmalobby, das war der Bill Gates. Das heißt, anstatt mich der Angst zu stellen, spalte ich sie ab und werfe sie auf andere. Und dann handle ich irrational.
Auf Stufe 3 kommt dann der Antisemitismus. Dann wird gesagt, da steckt eine Weltverschwörung dahinter. Die Rothschilds und ähnliches, das ist alles eine, ich habe es Ihnen erwähnt, eine jüdische Biowaffe. Das ist es nicht. Das war falsch und das ist immer wieder falsch, das zu behaupten. Und die Gefahr dabei ist eben, wenn man erst einmal in einen solchen Antisemitismus abgerutscht ist, dass dann teilweise sogar Ärzte, Pflegerinnen angegriffen werden, weil die Leute nicht mehr begreifen, dass man ihnen helfen will. Wir haben in der Covid-19-Pandemie wieder eine verstärkte Anzahl an Hasskriminalität, an Übergriffen und Antisemitismus. Innenminister Strobel hat sich gerade dazu sehr klar geäußert. Und die letzte, vierte Stufe wäre dann Tyrannophilie. Dann glaubt man nur noch, die Weltverschwörung, da könne nur noch ein großer Anführer, Held, ein Reichsbürgerkönig, was auch immer, ein Präsident, irgendjemand könne davor schützen. Und dann wird es völlig gefährlich und irrational. Auch das gab es in der Geschichte immer wieder. 1807 hat Bayern deswegen die erste Impfpflicht gegen Kuhpocken eingeführt, weil es eben nicht möglich war, alle Menschen zu erreichen, obwohl jedermann bekannt war und Kinder gestorben sind, Kinder für ihr Leben Behinderungen mitgenommen haben, gab es damals auch schon Menschen, die ängstlich und verschwörungsmythologisch reagiert haben. Meine Bitte daher an dich, Marc, bitte trage eine Impfpflicht mit, kein Impfzwang, es wird auch so Widerstand geben, aber eine Impfpflicht, weil wir Menschen auch manchmal schützen müssen vor Irrationalität. Schaut auf die Spur des Geldes, auf die Leute, die mit der Angst anderer Menschen auch noch Geld verdienen, die ihnen Esoterik und anderes Zeug verkaufen, anstatt wirksamer Mittel. Und bleibt bitte dabei, stark im Kampf gegen Antisemitismus. Denn wenn man in den Verschwörungsglauben abrutscht, schadet man anderen und man schadet sich aber auch selbst. Das wäre mein Plädoyer. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Dr. Michael Blume. Erstens, dass du ganz klar gesprochen hast, ohne groß drumherum zu reden. Das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Und ich nehme deinen Appell als Bürger, ja, so habe ich dich auch gerade eben verstanden, du bist heute einfach als Bürger hier, der sagt, bitte trag eine Impfpflicht mit. Das kann ich dir jetzt hier auch versprechen. Und ich habe dir auch gesagt, es ist mir nicht leicht gefallen, eine Impfpflicht zu fordern. Ich hätte vor einigen Monaten noch nicht dafür gestimmt, aber ich habe gesehen, dass uns dieser Weg, und ich möchte noch einen Punkt erwähnen, den du noch gar nicht gesagt hast, weit über 70% der Menschen in Deutschland haben sich ja impfen lassen. Und auch die, finde ich, haben Rechte. Und auch die, finde ich, haben wir zu vertreten. Und trotzdem, und deswegen machen wir auch diese Veranstaltung, will ich diejenigen, die sich noch nicht entschlossen haben, sich zu impfen, am liebsten ohne eine Impfpflicht zu impfen, denn hoffentlich bekommen sie noch heute auch Argumente vielleicht und jetzt auch gleich vom Dr. Björn Schittenhelm, der Apotheker ist, warum Impfen erstens nicht wehtut und zweitens eine gute Sache ist, damit wir aus dieser Pandemie rauskommen. Ich will nicht, dass sich diese Gesellschaft spaltet. Ich glaube, das will keiner von uns, auch nicht jemand, der vielleicht jetzt noch nicht fürs Impfen ist. Wir wollen, dass wir auf dieser Pandemie rauskommen. Und deswegen freue ich mich jetzt, Dr. Björn Schittenhelm aus Holzgerlingen, die nächsten 10 Minuten gehören dir und wir freuen uns über deine Meinung und über deinen Erfahrungsbericht. Ja, vielen Dank. Nach diesen starken Vorworten, das ist natürlich immer spannend, wenn der Geisteswissenschaftler eben aus der emotionalen Ebene das Thema beschattet. Und ich sage mal, komme natürlich aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Und für mich ist es eigentlich seit einem halben Jahr oder Jahr völlig unverständlich, dass wir überhaupt über das Thema diskutieren müssen. Und deswegen war für mich spannend, diese 4 Stufen, die du, lieber Michael, da aufgeführt hast, durchzugehen, weil man kann, glaube ich, diese 4 Stufen auch klassifizieren anhand der Personen, die wir schon erreicht haben und die wir nicht erreicht haben. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, in dieser Stufe 4, von der du gesprochen hast, haben wir glücklicherweise, glaube ich, nur einen ganz überschaubaren Teil der Bevölkerung. Und das ist vielleicht die gute Nachricht. Das ist meistens der Teil, der sehr, sehr laut ist, auch in den sozialen Medien. Aber es ist glücklicherweise eben nicht der Teil, der die Mehrheit der Bevölkerung stellt. Und ich glaube, diesen Bereich, den erreicht man auch mit so einer Diskussion nicht, den erreicht man auch mit einer Impfpflicht sehr wahrscheinlich nicht. Aber das ist das Gute an einer, sagen wir mal, in der Naturwissenschaft oder das Thema der Herdenimmunität. Wir brauchen gar nicht 100%. Das ist ja das Gute. Aber wir brauchen halt bei gerade so einer Erkrankung wie Covid, reichen halt eben aufgrund dessen, dass der Virus sehr schnell weiter mutiert, brauchen wir halt nicht wie bei anderen Impfstoffen, wo meistens 70, 80, 75% Immunisierung in der Bevölkerung reichen, um praktisch Herdenimmunität zu erreichen.
brauchen wir halt immer, immer höhere Werte. Und das ist, glaube ich, die Hauptschwierigkeit, diese mit, sagen wir mal, die Menschen in der Stufe 2 oder Stufe 3 zu erreichen, wo ich, glaube ich, durchaus noch Chancen sehen würde. Aber inzwischen bin ich auch ein bisschen demoralisiert und das muss man mir einfach nachsehen, dass jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie, ich bin zwar nicht natürlich als Apotheker nicht an den Intensivbetten, aber wir sind natürlich ähnlich im Gesundheitswesen eingespannt. Meine Mitarbeiter sind am Limit, die gehen am Stock. Wir haben letztes Jahr hatte man noch so diesen Spirit. Wir wussten, da kommt am Licht, man sieht Licht am Ende des Tunnels, da kommt dieser Impfstoff endlich. Also denken wir ans letzte Jahr. War ja vor Weihnachten, glaube ich, noch die erste Impfung in Deutschland, die stattgefunden hat, oder am ersten Weihnachtsfeiertag. Das war also dieser Aha-Effekt und dann wusste man, jetzt impfen wir uns raus aus dieser Pandemie. Und deswegen haben auch, glaube ich, ganz viele meiner Mitarbeiter, auch die Pflegekräfte, alle an den Intensivbetten, die waren noch Feuer und Flamme, gesagt, jetzt, da ist das Licht am Ende des Tunnels. Und wir werden auch noch als Erste geimpft, weil wir an der Front kämpfen. Und jetzt eben ein Jahr später, dass wir praktisch eigentlich den Karren komplett in den Dreck gefahren haben. Wir sind Stand jetzt in der Pandemie noch nie so schlimm da, wie wir es jemals waren. Ich kann das einfach aus dem Testzentrenblickwinkel beschreiben. Da ist es genauso desaströs. Meine Mitarbeiter gehen am Stock. Wir haben stapelweise Papierkram hier liegen. Wir schaffen es gar nicht mehr, die PCR-positiven Befunde zu übermitteln. Die Labore sind am Limit, kommen nicht mehr hinterher. Die Ergebnisübermitteilungen laufen über mehrere Tage. Die Gesundheitsämter haben die Kontaktverfolgung schon vor Wochen eingestellt. Also wir sind praktisch in einem der reichsten Länder der Welt, haben wir praktisch das Ding komplett gegen die Wand gefahren gerade. Und das, was du, Michael, zu Recht gesagt hast, die Ersten sagen ja jetzt, das haben wir schon wieder hinter uns, die Inzidenzen stagnieren. Das ist eben so dieses, was mich so schockiert, dass wir nicht in der Lage sind, Menschen zuzuhören, die wirklich vom Fach sind. Ich meine, es gibt tolle Podcasts von Sislek und Drosten, die machen seit anderthalb Jahren einen tollen Job. Und wenn man sich das nur regelmäßig anhält und ein bisschen, sage ich mal, mit, sag ich mal, Grundverstand dem zuhört, dann wusste man genau, dass das, was wir jetzt haben, kommen wird. Und das ist so das, was mich als naturwissenschaftlich so total demoralisiert, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, du erzählst doch nur Mist, du bist doch von der Pharmalobby, du verdienst nur Geld, wo ich dann immer denke, was geht in solchen Menschen vor? Das sind ja meistens Menschen, die haben ja auch eine Profession, die haben ja auch einen Beruf gelernt. Ich sage doch auch nicht meinem Klempner, wie wir die Toilette machen. Oder ich fange doch auch nicht an, mein Haus selber zu bauen. Ich bin Apotheker. Und da vertraue ich doch auch anderen Menschen und Professionen, weil ich weiß, der hat es gelernt von der Pike auf und der macht es gut. Und jetzt auf einmal kommen wir in einen Bereich, wo Menschen kommen und mir sagen wollen oder anderen, du erzählst Blödsinn und du willst nur Geld verdienen und so weiter. Und das ist was mich als Naturwissenschaftler innerlich zerreißt, wenn diese Menschen mich nicht mehr erreichen. Glücklicherweise haben wir ja viel erreicht. Marc, du hast es ja gesagt, mit knapp 70%. Jetzt muss ich aber sagen, im Landkreis Böblingen haben wir viel zu wenig erreicht. Da sind wir nämlich erst bei 62%, was für einer der reichsten Landkreise, sage ich mal, in Baden-Württemberg und in Deutschland einfach ein absolutes Armutszeugnis ist. Und wenn ich jetzt auch noch berichte, gerade seit Wochen, wir sind ja wirklich aktiv und gucken, dass wir da wirklich was reißen, Kreisimpfstützpunkt aufgebaut und so weiter. Und jetzt haben wir morgen den zweiten Impfmarathon im Glaspalast mit 7.000 Terminen und sind noch 2.500 Termine frei. Also wir sind jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir es nicht schaffen, die Menschen an die Nadel zu bringen. Und wir sind bei der Booster-Kampagne noch ganz am Anfang. Und wir haben ja zwei Dinge, die gerade schief laufen. Also die vierte Welle haben wir, ich bin zitiert worden und ich stehe da auch dazu, die vierte Welle haben wir komplett verkackt. Wir werden jetzt die nächsten Wochen jeden Tag immer mehr Todesfälle haben. Wir werden ganz schnell die Werte pulverisieren, die wir in den letzten Wellen produziert haben, weil die Krankenhäuser schlichtweg erst, die sind ja jetzt schon am Kollabieren, aber wir haben ja erst jetzt die Zahlen, die kommen und bis die Menschen ins Krankenhaus kommen, vergehen nun mal immer 6, 8 Wochen. Das heißt, man ist immer bei dem, was wirklich Schreckliches passiert, sind wir immer so 6, 8 Wochen hinterher, dann liegen die alle noch auf Intensivstationen. Meistens die Durchschnittsliegezeit ist auch nochmal 2, 3, 4 Wochen. Das heißt, die Todesfälle hat man immer erst so 10 bis 14 Wochen nach der Infektion. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie lang ist es denn her, seit die Zahlen komplett außer Kontrolle gekommen sind bei uns in der Region? Das sind erst 4, 5 Wochen. Das heißt, das ganze Desaster, was wir jetzt noch haben, das kommt erst. Also, und das lässt sich nicht mehr aufhalten. Da könnten wir jetzt morgen den Lockdown 100% machen und Ausgangssperre. Das würde trotzdem noch passieren. Und das ist das, was mich als Naturwissenschaftler so traurig macht, dass Menschen nicht auf uns Profis hören und diese Ratschläge annehmen, weil sie einfach nicht in der Lage sind,
so an morgen, übermorgen zu denken, sondern praktisch immer nur im Hier und Jetzt. Hier und jetzt noch Karneval feiern, hier und jetzt noch ins Stadion gehen. Und da hätte ich mir, und das ist so ein bisschen auch der Kritiker an die Politik, ich hätte mir schon gewünscht, dass ihr auf die Experten hört und rechtzeitig Maßnahmen einleitet. Jetzt geht es wieder in die richtige Richtung, aber es ist letztendlich für die vierte Welle zu spät. Die vierte Welle können wir nur durch die Boosterimpfung stoppen. Die fünfte Welle, die kommen wird, die werden wir erst stoppen können durch die Erst- und Zweitimpfung. Also das ist auch wichtig. Die Menschen, die wir jetzt Erst- und Zweitimpfung erreichen, die ja so wichtig ist für die Ende der Pandemie, das wird überhaupt keinen Einfluss auf die vierte Welle haben, weil diese Menschen sind ja erst voll immunisiert in 4-6 Wochen. Beziehungsweise, wenn sie sich jetzt impfen, können sie sich ja frühestens die Zweitimpfung in 4 Wochen, 3-4 Wochen machen. Bis die dann den vollen Schutz haben, sind wir auch wieder bei 8-10 Wochen. Das heißt, diese Menschen praktisch gar keine Chance, die Welle zu brechen. Wir können also nur mit einer Booster-Kampagne diese Welle brechen. Und deswegen bin ich mit meinem Team, wir sind wirklich fix und fertig. Wir reißen uns morgen den Hintern auf im Glaspalast. Und da sind noch 2.500 Termine frei, obwohl garantiert die Boosterquote im Landkreis Böblingen und drumherum noch nicht mal bei 10-12% ist. Und wir brauchen 50% Boosterimpfungen, um die vierte Welle zu stoppen. Und das ist was mich innerlich zerreißt. Und dann sehen wir dann sagen immer, ja, wir hätten es BioNTech, dann würde ich kommen. Und dann frage ich mich immer, alle Experten sagen seit Wochen und Monaten, dieser Impfstoff, es ist egal, ob Moderna oder BioNTech. Und das wäre mir auch das wichtige Statement heute Abend nochmal, liebe Leute. Wir sind hier im Schwabenland, wir sind hier in Daimler-Benz-Town. Der BioNTech-Impfstoff, das ist die S-Klasse unter den Impfstoffen. Deswegen will ihn jeder haben. Aber Moderna ist der Maybach, weil das ist das ganz Exklusive. Und warum ist das so? Das ist der Impfstoff, der in den USA entwickelt worden. Und die Amerikaner sind nun mal sehr protektionistisch unterwegs und die haben einfach ein Exportverbot verhängt für diesen Impfstoff. Und deswegen kennt niemand in der Welt diesen Moderna-Impfstoff. Die haben den erst jetzt im Sommer freigegeben in größeren Mengen für den Export. Und deswegen kennt den niemand in Europa. Der ist also nicht schlecht oder nicht. Der ist hervorragend, weil er ist höher dosiert und fürs Boostern sorgt er dafür, dass man noch stärkere Immunität bekommt. Also wir müssen uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir für die Booster-Kampagne einen fantastisch tollen, wirksamen Impfstoff haben. Und wir kriegen ihn schon wieder nicht los, weil wir die Menschen wieder nicht erreichen. Und das ist das, was mich innerlich zerreißt, wo ich sage, ihr müsst auch mal ein bisschen den Experten vertrauen, weil dafür sind wir Experten, das haben wir studiert, das haben wir promoviert. Früher hieß es immer Halbgötter in Weiß und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, wo eben diese Verschwörungsmythen, und ich finde es schön, ich benutze nie das Wort Verschwörungstheorie, weil es hat mit Theorie nichts zu tun. Es geht um Mythos, es ist Hokuspokus. Es gibt keinen Wissenschaftler auf dieser Welt, der etwas anderes behauptet. Wenn er was anderes behauptet, dann verdient er Geld damit, mit dem Leid anderer und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Nicht umsonst werden diese Menschen auch sofort exkommuniziert, sage ich immer, von den wissenschaftlichen Instituten, wo sie früher gearbeitet haben, und das mit zu Recht. Vielen Dank, Björn. Ich glaube, das, was du mir gerade auch mitgegeben hast, auch als Politiker, ja, ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Die alte Bundesregierung, also sprich, jetzt bin ich in der Opposition als CDU-CSU-Mann. Ich glaube, wir haben auch Fehler gemacht. Wir hätten auch schon viel früher in das Impfen, vor allem in das Boostern einsteigen müssen. Ich glaube, auch Aufklärungskampagnen hätte man noch besser machen können. Ich glaube aber auch, es war ein Fehler, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen, psychologisch. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt gute Gesetze, wir haben jetzt gute Maßnahmen, ob die ausreichen werden, hängt aber davon ab, und das hast du richtig gesagt, Björn, dass wir jetzt die Impfquote, vor allem bei uns im Landkreis Böblingen, und wenn du sagst, wir sind gerade bei 62% bei der Erst- und Zweitimpfung, das ist noch zu wenig, vom Boostern mal jetzt ganz abgesehen. Deswegen auch jetzt hier bitte nochmal der Appell, und das soll dann auch gleich der Übergang zur Diskussion werden. Egal wie die Diskussion heute ausgeht, und ich glaube, nicht jeder wird vielleicht alle Antworten bekommen, die er braucht, aber bitte überlegen Sie sich's nochmal, ich will jetzt gleich an den Anfang stellen der Diskussion, ob Sie sich doch nicht noch morgen beim Björn Schittenhelm im Glaspalast in Sindelfingen noch einen Termin holen, es sind noch über 2000 frei. Also vielen Dank, lieber Michael, vielen Dank, lieber Björn. Und jetzt darf ich die Diskussion eröffnen. Bitte heben Sie die elektronische Hand. Ich sehe auch schon die erste Wortmeldung.
Und dann würde ich diejenigen bitten, die ich jetzt dann auch das Wort gebe, bitte halten Sie die eine Minute ein, halten Sie auch das ein, was Sie sagen wollen, am besten auch mit einer Frage oder mit einem Statement, dann können wir das auch gleich einsortieren, auch für die Befragung, dann auch für die Beantwortung. Ich würde jetzt immer drei Wortmeldungen sammeln. Und dann gehen wir dann auch in die Antwortrunde. Das machen wir drei dann, so wie jeder antworten kann. Entweder der Herr Dr. Schittenhelm, der Herr Dr. Blume oder dann meine Person. So, ich habe jetzt als erstes und notiere das auch mal gleich mit, den Peter Rennelt als erstes, dann als zweites den Eberhard Todt und als drittes den Michael Bär. So, Herr Rennelt, bitteschön. Die Minute, Ihre Frage, Ihr Statement. Bitte schön. Ja, guten Abend erstmal zusammen. Die Ausführungen, die bisher gekommen sind, finde ich ganz toll. Ich möchte auch gar nicht lange rumschweifen. Epidemische Lage hin oder her. Wer sie beendet hat, ja oder nein. In der Vergangenheit ist, denke ich, einiges schiefgelaufen und für die Zukunft möchte ich keine Wertung jetzt abgeben. Ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, es besser zu machen als in der Vergangenheit. Ich habe eine direkte Frage an den Herrn Schittenhelm, was ganz praktisch ist. Die sagen eindeutig, das Boosterimpfen ist das, was die Welle bricht. Ich persönlich bin bereits geboostert. Bei meiner Frau habe ich Probleme, weil die noch nicht die 6 Monate erreicht hat. Das ist meine Frage auch dazu. Nochmal, muss ich 6 Monate warten? Kann ich früher? Wenn ja, wann kann ich früher? Ganz praktisch, weil ich glaube, wenn das stimmt, was Sie sagen, ist das ja etwas, was man tun kann, sofort tun kann, neben dem Impfen, was dann aber für die nächsten Wellen erst gilt. Vielen Dank, Herr Rennelt. Genau für diese praktischen Fragen sind wir auch da. Der Björn hat sich schon die Frage aufgeschrieben und dann darf ich jetzt den Eberhard Todt bitten, seine Frage zu stellen. Und Herr Rennelt, Sie können jetzt gerne die Hand auch wieder runternehmen. Diejenigen, die jetzt schon geantwortet haben, beziehungsweise Ihre Frage losgelassen haben, dann dürfen Sie gerne die Hand auch wieder runternehmen. So, Herr Todt, bitteschön. Herr Todt, wir hören Sie noch nicht. Sie müssen sich noch freischalten lassen. Sie müssen auf dieses Symbol, wo das Mikro... Hören genau, Sie mich jetzt? Entschuldigung. Ja, okay. Dankeschön. Ich möchte an dem Thema ansetzen, warum das gesamte Desaster passiert ist. Und das ist bei unseren Vorrednern jetzt ganz deutlich zum Ausdruck gekommen, dass da verschiedene Bausteine sozusagen da waren. Ich nenne das Stichwort keine Impfpflicht. Es wird keine Impfpflicht geben. Ich nenne das Stichwort von dem Kanzleramtsminister Braun. Sobald jeder das Angebot einer Impfung erhalten hat, ist die Fürsorgepflicht des Staates erreicht. Das sind zwei Kernpunkte, die da waren. Und die sind in der Bevölkerung eben angekommen. Und die Bevölkerung hört sehr genau hin. Und ich bin sehr wohl der Meinung, dass hier einiges in der Kommunikation wirklich eklatant falsch gelaufen ist. Und ich möchte auch noch mal einen Punkt hinweisen. Wir reden jetzt gerade von 70% Impfung. Ich glaube, Leute, die einfach dafür waren zu impfen. Ich kenne sehr viele Leute aus unserer Umgebung, die eine Zwangsimpfung hinter sich haben. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber die sagen, ihrem Arbeitgeber gegenüber haben sie keine andere Möglichkeit gehabt, eine Impfung durchzuführen. Das heißt, man muss durchaus im Klaren sein, dass es nicht nur Leute gibt in der geimpften und ungeimpften Gruppe, sondern auch innerhalb der Teilmenge der Geimpften gibt es auch Impfskeptiker. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Mir wäre es sehr wichtig an der Stelle, um einen konstruktiven Vorschlag zu machen, dass die Politik wirklich einmal begreift, diese Menschen haben echte, wirklich echte Ängste. Und diese echte Ängste muss man voll und ganz und wahrnehmen. Und wenn man das nicht macht, dann erreicht man die Leute nicht. Und dann tut mir den Herrn Schittenhelm leid, der jetzt wirklich mit voller Kanne arbeitet und so weiter und so fort, wenn er diese Rückendeckung nicht bekommt. Und es gibt andere Länder, die haben das hinbekommen.
Stichwort Portugal, Stichwort Italien. Aber es gibt auch ein Land, wo die Deutschen mit Finger drauf gezeigt haben, und das ist Schweden. Ich will das bloß mal als Statement absetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Todt. Ich glaube, da werden wir auch gleich drauf eingehen. Eine Frage ging ja da ein bisschen auch in meine Richtung. Thema, wie haben wir kommuniziert? Am Anfang habe ich mir aufgeschrieben und jetzt darf ich den Michael Bär bitten. Michael, bitteschön. Wir kennen uns auch persönlich, deswegen duze ich dich, Michael. Nicht, dass die Leute erschreckt sind, warum ich jetzt hier jeden duze. Schönen guten Abend in die Runde. Also erstmal, ich stehe auch hinter der Impfpflicht. Ich habe meine Meinung da geändert. Eben genau wegen der zu geringen Impfquote. Irgendwie muss jetzt weitergehen und anscheinend geht es nicht auf die andere Art. Eine Folge jetzt von dieser zu niedrigen Impfquote ist ja, dass die Infektionen täglich total in die Höhe geschossen sind. Wir sind zwar über 70.000 jeden Tag, wenn ich das hochrechne auf die Woche, das ist eine halbe Million Leute. Jede Woche halbe Million Leute dazu. Und daraus leitet sich meine Frage ab. All diese Leute, die jetzt halt auf die harte Tour sich immunisieren, die sollen ja, können ja jetzt alle erstmal nicht mehr zum Impfen gehen. Und die Frage ist halt, ob die Impfquote nicht gar nicht jetzt mal groß steigen kann, weil zum einen sich Leute auf die harte Tour immunisieren und das andere ist die Booster-Geschichte. Herr Dr. Schippenhelm, Sie hatten ja die tolle Aktion auch in Holzgerling schon organisiert, da war ich auch. Das ist jetzt aber erst 4,5 Monate her. Ich bin also noch gar nicht dran. Das heißt, diese Booster-Geschichten, das kommt erst noch die große Welle, weil die große Impfung, Erst- und Zweitimpfung, ja erst im Juni, Juli gelaufen sind. Deswegen also die Frage, kann das sein, dass die Zahlenimpfquote gar nicht weiter hochgehen kann die nächste Zeit? Dankeschön. Vielen Dank, Michael Bär. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Björn, möchtest du anfangen? Genau, ich fange mal an. Und ich mache dann noch die letzte Frage gerade auch von Herrn Todt. Bitte, Björn. Genau, sehr gerne. Also ganz praktisch zu der Frage, nein, die 6 Monate nach der Boosterung ist praktisch die Grundsatzempfehlung, die aber von der STIKO ja schon runtergekorrigiert wurde. Und die ist ein bisschen vorsichtig formuliert worden. Warum? Weil man Angst hatte, dass man nicht so viele Leute auf einmal ins System loslässt. Aber wenn wir jetzt praktisch an uns in Situationen wieder im Landkreis Böblingen denken, wo wir die schon vor der Situation stehen, dass wir morgen rumstehen mit dem Personal und nicht impfen können. Ganz klar, wir haben von Anfang an die Regel aufgestellt, ab 5 Monaten kann man sich impfen lassen. Und die lassen wir auch rein. Das heißt, die Frage an den Herrn Todt war es, glaube ich. Ganz klar, Sie können sich schon nach 5 Monaten bei uns anmelden. Man kann auch in Ausnahmefällen das ein bisschen, um den Herrn Bärz abzuholen. Man kann theoretisch auch schon vor den 5 Monaten das machen. Man muss aber aufpassen, wenn man es zu früh macht, dann ist die Immunreaktion, kann zu stark ausfallen, also dass man sich bei dem Booster wirklich 2-3 Tage lahmlegt, weil dann einfach der Antikörpertitel noch zu hoch ist. Und wenn man es zu viel früher macht, kann es auch sein, dass dann der Booster gar nicht wirkt, weil einfach praktisch die neutralisierenden Antikörper, die im Blut ja noch sind, einfach den Impfstoff auch abfangen. Deswegen ist das eigentlich schon gut zu sagen, 6 Monate, die haben wir jetzt schon verkürzt auf 5, weil es einfach Daten gibt, die sagen, zwischen diesem 5. und 6. Monat, da findet der starke Abfall statt. Und alle, die vor den 5 Monaten sind, die sind im Moment noch gut geschützt. Das sind nicht die Leute, die wir beim Impfdurchbruch sehen. Wir sehen Impfdurchbrüche bei den schlechten Impfstoffen, sage ich mal, was auch falsch ist, bei Johnson & Johnson Einmalimpfung. Das wissen wir bei Delta, die wirkt einfach nicht. Die Johnson & Johnson Impfung ist eine Einmalimpfung, die nicht wirkt. Deswegen wird da ja auch eben nach 4 Wochen schon geboostert, um da überhaupt erstmal den vollen Schutz zu bekommen. Bei doppelter AstraZeneca-Impfung zum Beispiel, wo wir inzwischen auch wissen, dass der Wirkstoff hier etwas schlechter wirksam ist wie der mRNA-Impfstoff. Auch da weichen wir ab von dieser 5-Monats-Regel und lassen die Leute bei uns früher boostern. Da kann man also auch gerne bei 4, 4,5 Monaten schon bei uns melden. Aber wer quasi 2-mal BioNTech hatte oder 1-mal die Kreuzimpfung, wie Sie dann in Holzgerling, Herr Bär, also AstraZeneca und BioNTech, der braucht nicht vor 5 Monaten zu uns kommen, weil gerade diese Kreuzimpfung führt zu einem sehr hohen Antikörpertitel. Da reicht es, wenn Sie sich nach 5 Monaten boostern lassen. Danke, Björn. Michael. Ja, also ich möchte zum einen für die sehr konstruktiven Beiträge danken. Ein Aspekt, den ich ganz wichtig fand, war der Hinweis auf die Ängste und auch auf die Kommunikation. Es ist tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass gerade das Menschenbild des Liberalismus, der Aufklärung ein Stück weit in Frage gestellt wird, weil wir eben jetzt damit konfrontiert werden, Menschen sind nicht automatisch rational. Und schon gar nicht, wenn es Entscheidungen sind, die den eigenen Körper oder die eigenen Kinder betreffen. Da haben wir es immer auch mit Emotionen zu tun. Björn, du hast es ja vorher so schön gesagt, ja von der naturwissenschaftlichen Seite und von der psychologischen Seite.
Und das hat auch am Anfang noch fast nicht funktioniert, dass man quasi eben gesehen hat, es gab auch in der Politik die Hoffnung, mit guten Zureden, mit Aufklärung würden wir eine Impfquote nahe 100% bekommen. Und ich bin ein bisschen beschimpft worden, weil ich damals rumgesprungen bin und gesagt habe, so wird es nicht kommen, aus der historischen Erfahrung her, weil es nie so gelaufen ist, niemals. Und wir sind besser als früher, aber wir sind eben weiterhin Menschen mit Emotionen. Und auch zum Beispiel meine Frau und ich müssen ja auch entscheiden, wie ist es dann, wenn unser jüngster Sohn, ab wann soll er denn geimpft werden? Und dann kommt schon auch die Diskussion, die Jungen mussten immer zurückstecken für die Älteren. Wie weit wird das eigentlich noch gehen und so? Also das ist doch niemand von uns davor gefeit. Und ich bin viel angefragt worden von Medien in Österreich und der Schweiz. Und dort hat man mir eben zum Beispiel auch gesagt, das war das Problem in der Schweiz auch, dass man dort Angst hatte vor der Volksabstimmung und dann ganz lange Zeit auch nicht agiert hat. Das heißt, Marc, das wäre auch so ein bisschen die Frage auch an dich. Also ich glaube, ja, wir können einerseits kritisieren, dass es natürlich sozusagen vieles in der Kommunikation nicht optimal gelaufen ist. Aber ich würde dich auch fragen, nimmst du auch wahr, dass es auch eine gewisse Angst gibt vor negativen Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern? Also man will mit unangenehmen Wahrheiten einfach auch nicht, gerade nicht im Wahlkampf raus. Zumindest haben mir das die Kollegen in der Schweiz ganz deutlich gesagt. Die haben gesagt, vor der Volksabstimmung halten wir uns zurück, weil wir nicht wissen, ob wir damit sozusagen Gegenreaktionen auslösen. Da würde mich interessieren, wie du das erlebt hast. Ja, danke Michael, aber auch danke Herr Todt, weil der hat ja die Anfangsfrage dazu auch gestellt. Sicherlich hatten wir als Helge Braun, die Kanzlerin, letztendlich haben alle Politiker, auch der damaligen Opposition, gesagt, es wird nie eine Impfpflicht geben. Und ich glaube, da hat beides mitgespielt, Michael und Herr Todt. Es hat mitgespielt, dass wir eben Angst hatten, wie die Reaktion darauf wäre, wenn die Politik noch, sage ich mal, vor überhaupt wir wissen, wie hoch die Impfquote vielleicht sein wird, wie eine Abwehrreaktion kommt. Übrigens, das, was ich jetzt daraus gelernt habe für die nächste, sage ich mal, schwierige Situation, auch in meinem politischen Leben, ich glaube, wir können, und das hat, glaube ich, auch gerade der Herr Todt ja gesagt, wir können, glaube ich, den Menschen viel mehr zumuten oder die Menschen verstehen, glaube ich, viel, viel besser, als wir manchmal glauben. Und deswegen glaube ich, haben wir da als Politik einen Fehler gemacht. Wir hätten sofort, es klar war, und Björn, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ein Impfstoff kommt. Und eigentlich müssen wir ja so dankbar sein, dass wir diesen Impfstoff haben oder diese mehreren guten Impfstoffe, ja, von Maybach bis zur S-Klasse. Das habe ich gerade auch gelernt, dass wir eben dann sagen, wenn wir das haben, dann können wir auch ohne Angst zu sagen, ja, eine Impfpflicht kommt, weil wir damit eben ja einen Großteil unseres normalen Lebens wieder hinbekommen. Und ich glaube, das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen, dass nicht mehr Corona unser Leben bestimmt, sondern dass eben wieder der Alltag unser Leben bestimmt. Und der ist auch nicht immer von Ängsten, aber auch nicht von Gefahren gefeit, im Gegenteil. Von daher, ja, Michael und Herr Todt, auch da habe ich als Politiker gelernt, glaube ich, in der Zukunft viel schneller einfach zu sagen, das kann man machen und dann eben auch die Reaktion der Bevölkerung erstens hören, aber auch aushalten. So, dann steigen wir schon auch in die nächste Fragerunde rein. Ich habe wieder drei Teilnehmer, die eine Frage, ein Statement haben. Ich sage mal kurz die drei Namen. Es ist einmal die Frau Ritter, dann der Herr Müller und dann der Herr Paulus. Und wir fangen mit der Frau Ritter an. Bitte schön, Frau Ritter, Ihre Frage. So, jetzt müssen Sie noch ganz kurz freischalten, Frau Ritter. Ja, jetzt waren Sie gerade frei, aber jetzt müssen Sie noch einmal draufdrücken und dann hören wir Sie. Jetzt? Ja, wir hören Sie, Frau Ritter. Okay, danke schön. Guten Tag. Guten Tag, Herr Biadatz. Also ich hätte mal die Frage, und zwar ist es so, ich habe ja eine schwerkranke Tochter seit über 8 Jahren am ME/CFS, also es ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Habe lang gezweifelt, sie impfen zu lassen, weil sie schon so extrem, also gar keine Energie mehr hat und auch keine Kraft mehr, mit sämtlichen, also Herz- und Lungenprobleme schon hat und war mal dann also echt nicht sicher.
nachdem der Arzt dann gesagt hat, wenn sie Corona erreicht, dann ist es ihr Aus, also ihr hundertprozentiges Aus, habe ich sie heute doch eben verlassen. So. Es spricht ganz viel eigentlich von Booster. Ich weiß jetzt, dass es Erstimpfung und Zweitimpfung gibt. Manche sprechen von Drittimpfung oder von Booster. Was ist Booster genau? Ich verstehe das jetzt nicht genau. Diese Frage hätte ich jetzt gern. Vielen Dank, Frau Ritter. Ich glaube, die kann dann gleich der Björn Schittenhelm ganz gut beantworten. Ich glaube, hat der Björn auch schon mit aufgeschrieben. Dann lieber Herr Müller, Roland Müller, Sie dürfen die nächste Frage stellen. Hallo, Herr Müller, wir kennen uns ja auch. Hallo. So, jetzt müssen wir mich hören. Hallo? Ja, wir hören Sie, Herr Müller. Hallo. Ja. Also an den Herrn Schittenhelm recht herzlichen Dank. Ich habe jetzt zum ersten Mal gehört, und das ist auch meine Kritik hinsichtlich der Kommunikation, dass man nach 5 Monaten diese Booster bzw. diese Drittimpfung machen sollte. Das steht meines Wissens nirgends und deshalb sind die Leute auch sehr verunsichert. Soll ich da jetzt sofort hingehen, soll ich nach 6 Monaten hingehen? Jetzt habe ich mal ein vernünftiges Statement gehört, dass man eigentlich nach 5 zwischen, also praktisch im 6. Monat dorthin gehen soll und sich dann auch einen Termin besorgen soll. Das finde ich also erstmal, das war die Diskussion heute Abend schon wert. Und die Kritik, die ich habe, ist einfach, warum kommunizieren wir so etwas nicht ganz klar, ganz einfach in die Bevölkerung? Das gelingt uns nicht und schafft riesige Verunsicherung. Dann sagt man schon, der eine ist schon geboostert und schon, habe ich jetzt was falsch gemacht und so weiter. Und diese ganz klaren, ganz einfachen Botschaften an die Leute, die muss man gleich einfach stellen. Und das ist meine Hauptkritik an dieser katastrophalen Kommunikation, die seitens der, wahrscheinlich schon auch seitens der Politik geführt wird. Und abschließend vielleicht schon noch ein Statement. Ich denke, es ist verschüttete Milch, jetzt da groß drüber zu reden, wer alles was falsch gemacht hat. Aber ich glaube, es war schon ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet im Sommer, dass man so leicht drüber hinweggegangen ist und dass man die Leute nicht mehr vorbereitet hat, dass sie einfach nach der zweiten Impfung eine dritte Auffrischung nach einer Zeit X benötigen. Vielen Dank, Herr Müller. Die Frage mit dem Wahlkampf, da werde ich nachher auch drauf eingehen. Vielen Dank dafür. Dann die dritte Frage kommt von Herrn Paulus. Herr Paulus, bitteschön. Wir hören Sie noch nicht, Herr Paulus. Sie müssen noch mal draufdrücken. Nur einmal, jetzt. Okay. Ja. Ich hätte 3 Fragen. Und zwar, zum einen, ich habe lang ein uralt Freund seit Jugendjahren, eigentlich ein gebildeter Mann, der war mal Schulleiter, ist inzwischen in Rente und der ist ganz in die Szene der Querdenker oder wie auch immer, wie man die nennt, abgedriftet. Es schmerzt mich sehr, ich möchte ihn eigentlich nicht verlieren, aber die Diskussion endet immer irgendwie sehr unerfreulich. Er versorgt mich natürlich immer mit viel Information aus seiner Ecke, die teilweise in der Großzahl eigentlich Mumpitz sind. Also wie der Herr Schittenhelm schon gesagt hat, also ist nicht viel Gutes dabei. Aber ein paar Sachen, die sind dann doch wieder, wo ich also zumindest denke, da müsste man mal nachhaken. Und da, also erstmal an Sie, Herr Blume, die Frage, wie gehen Sie mit so Leuten in Ihrem Umfeld um, die so anders denken? Und Sie, Herr Biadatz, zum Beispiel die Frage, die kam da immer wieder auf, im letzten Jahr wurden die Intensivstationen massiv reduziert. Warum wurden sie reduziert? Das ist ja angesichts der Situation eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Und was wird irgendwas dagegen unternommen? An Sie, Herr Schittenhelm, die Frage, das kommt immer wieder auf, gerade aus dieser Ecke, dass im Jahr in der Winter 2017, 2018 eine große Grippewelle war, wo wohl auch sehr viele Menschen gestorben sind,
muss ehrlich sagen, ich habe davon eigentlich relativ wenig mitgekriegt. Aber es war wohl so, dass zu jener, also in dem Winter sehr viele Menschen gestorben sind. Kein Mensch hat davon Kenntnis genommen, obwohl das wohl auch dramatisch war. Das waren meine drei Fragen. Vielen Dank, Herr Paulus, gut auf den Punkt gebracht. Und ich würde jetzt wieder die Reihenfolge machen. Björn, Michael, ja. Und dann ich. Björn, bitteschön. Sehr gerne, ich versuche es mal. Also Thema Booster. Wir haben natürlich das Problem, bei Corona ist ein Virus, der sehr gerne mutiert. Das heißt, inzwischen haben wir eigentlich schon die dritte Variante, die uns wirklich beschäftigt. Wir hatten den Urtyp in der ersten Welle, dann hatten wir quasi Alpha, die britische Mutation damals, und jetzt haben wir mit Delta zu tun. Und jedes Mal ist der Virus deutlich aggressiver und gefährlicher geworden. Und die Impfstoffe sind aber alle auf den Urtyp entwickelt worden damals, weil damals kannte man den ja und dann hat man den Impfstoff dafür entwickelt. Wir müssen jetzt eigentlich den Impfstoff anpassen. Das passiert übrigens jetzt auch mit der Omikron-Variante. Da forschen die schon dran, dass wir da am Ball bleiben. Und warum müssen wir jetzt boostern? Weil wir einfach festgestellt haben unter der Delta-Variante, dass die doppelte Impfung zwar vor schweren Verläufen schützt, aber eben nicht mehr vor der Ansteckung. Warum? Weil die neutralisierenden Antikörper, das muss man sich vorstellen, das ist so die erste Abwehr, die haben wir im Blut, die kann man auch messen bei so einem Antikörpertest, die fällt eben nach diesen 5 bis 6 Monaten so stark ab, dass ich mich trotzdem anstecken kann. Und das Problem in der Pandemie ist ja immer, wenn ich mich anstecken kann, kann ich auch jemand weiteres anstecken, also ich heize die Pandemie an. Und deswegen müssen wir die vierte Welle durch die Boosterimpfung unterbrechen. Wenn wir die Leute boostern, haben die danach einen gigantisch hohen Antikörper-Titerspiegel und dann sind die auch nicht mehr infektiös. Das heißt, der geboosterte Person, so wie ich zum Beispiel, ich habe mich boostern lassen, ich bin praktisch nicht mehr ansteckend. Jemand, der nur vollständig geimpft ist, der kann sich wunderbar anstecken und auch andere anstecken. Das sind diese Impfdurchbrüche. Trotzdem sind die zwei Impfungen ganz wichtig, weil diese Person ist geschützt vor schweren Verläufen. Warum? Weil das Immunsystem basiert auf zwei Abwehrmechanismen. Wir haben immer die erste Abwehr, die Front, die neutralisierenden Antikörper, und wir haben aber diese wichtigen Gedächtniszellen. Und diese Gedächtniszellen, die werden ganz schnell reaktiviert und produzieren dann neutralisierende Antikörper. Das heißt, vollständig Geimpfte, die sich anstecken, die haben nach 2, 3 Tagen wieder diese neutralisierenden Antikörper produziert. Die sind zwar dann infiziert, aber, und das sehen wir auch in PCR-Tests, diese Menschen sind schon nach 4, 5 Tagen nicht mehr ansteckend, weil dann das Immunsystem gegen den Virus ankämpft und deswegen landen die auch nicht im Krankenhaus. Das ist die gute Nachricht. Die doppelte Impfung schützt vor den schweren Verläufen. Und deswegen sehen wir auch das, was wir sehen. Auf den Intensivstationen sehen wir fast ausschließlich Ungeimpfte, weil die Geimpften landen dort nicht. Die stecken sich zwar an, aber die kommen nicht ins Krankenhaus. Das leistet mich gerade überleitend zu dem Thema Intensivbetten. Die sind gar nicht abgebaut worden. Die stehen auch alle noch da. Das Problem ist, und das habe ich in meinem Statement vorher versucht zu sagen, das Personal hat kapituliert und hat gesagt, für diese, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, für dieses Klientel, diese bockhornigen Leute, die sich nicht impfen lassen, halte ich nicht die zweite Jahr in Folge meinen Kopf hin und kündige den stressigsten Job der Welt, den es gerade gibt. Und das ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. Wir haben nicht weniger Betten. Wir haben einfach kein Personal mehr, das Bock hat, sich für diese Menschen den Kopf hinzuhalten, die sich hätten alle vermeiden können. Alle Intensivbetten wären heute leer, hätten wir eine höhere Impfquote. Und ich kann die Menschen verstehen, die sagen, diesen Job mache ich nicht mehr, der wirklich körperlich massiv anstrengend ist und auch seelisch massiv anstrengend ist. Ich mache den nicht mehr. Wir haben also kein Bettenproblem, sondern wir haben ein Personalproblem. Und jetzt um dieses klassische Querdenker-Mythos. Wir haben ja immer wieder starke Grippewellen, wo Menschen sterben. Ja, haben wir. Da haben wir aber das gleiche Problem. Wir haben nämlich eine grottenschlechte Influenza-Impfschutz in Deutschland. Deutschland ist das Land in Europa, was den schlechtesten Wert bei der Influenza hat. In der wichtigen Ü70-Gruppe schaffen wir es nur, 35 Menschen pro Jahr zu immunisieren, also sprich die Grippeschutzimpfung zu verpassen. Andere Länder sind da viel, viel weiter. Und deswegen sterben so viele Menschen an der Grippe. Das ist aber selbstverschuldet. Die Menschen könnten sich schützen davor. Das Unterschied bei Corona ist, die landen halt auf der Intensivstation, wenn es eine Lungenerkrankung ist. Die blockieren die Intensivstation. Ein Grippekranker blockiert die Intensivstation nicht. Der stirbt halt einfach an der Grippe, der hat Fieber und dann ist er halt tot. Der kommt gar nicht mehr ins Krankenhaus. Und das ist der große Unterschied, warum dieser Vergleich zwischen Influenza-Impfung und Grippeimpfung, zwischen Grippe und Corona, der hinkt komplett hinten und vorne, der ist einfach nur absolute Fake News, klassisches Beispiel für, ich versuche mit einem Verschwörungsmythos irgendwelche Äpfel mit Birnen zueinander zu vergleichen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Danke, Björn. Michael, ich glaube, eine Frage, wie gehen wir damit um, auch in unseren Freundeskreisen, auch bei mir und ich glaube auch bei dir, wie geht man mit jemandem um? Und die Frage war ja gerade auch ganz klar, jemand, der eine andere Meinung dazu hat oder der vielleicht andere Einflüsse durch Telegram hat. Ja, Michael, wie gehst du damit um? Ja, das ist ja wirklich mein täglich Brot und ich hoffe, wir können jetzt noch ein paar Minuten überziehen, weil so viele tolle Fragen einfach da sind. Und ich habe zwei wahrgenommen. Also die eine ist ja die Frage auch der Wahrnehmung. Und da sind wir ja wieder im Bereich der Psychologie. Und einige werden sich erinnern, dieses Blunting, dieses Ablocken, das machen wir alle. Das merken Sie zum Beispiel daran, wir Verkehrstote, wir tun uns nicht jeden Tag darüber aufregen, dass Menschen im Verkehr sterben. Daran gewöhnen wir uns. Wenn aber ein Flugzeug abstürzt, dann ist das sofort eine Riesenmeldung. Dann nehmen wir das wahr. Und wenn pro Tag 2 Flugzeuge abstürzen würden, würden wir nicht mehr fliegen. Jetzt sterben gerade viel mehr Menschen pro Tag, als bei 2 Flugzeugabstürzen da ist. Also unsere Psychologie ist einfach nicht auf Statistik eingestellt, sondern die ist auf Neues eingestellt, auf Gefahrenreize eingestellt. Und deswegen reagieren wir alle da nicht unbedingt entlang der Statistik. Und deswegen muss man das ja üben in der Wissenschaft, weil einem das nicht angeboren ist. Das ist sozusagen harte Arbeit. Der Karl Popper sagt sogar das Tragen des Kreuzes dazu. Also die Schwierigkeit, die unangenehme Wahrheiten auch anzunehmen, wenn sie einem gerade überhaupt nicht ins Leben passen. Und da ist dann auch, das ist dann direkt die Frage, wir haben natürlich im Bereich Antisemitismus und Verschwörungsmythen ständig mit Leuten zu tun, die sich nicht mehr erreichen lassen. Wir haben Beratungsstellen inzwischen, wo dann zum Beispiel auch Leute sich melden. Die Ehefrau meldet sich, weil der Mann das ganze Geld umgetauscht hat in Gold und sich Waffen besorgt hat. Und wo wir dann im Einzelfall wirklich sagen müssen, nehmen Sie die Kinder und bringen Sie sich in Sicherheit. Das ist sozusagen nicht mehr zugänglich. Ich kann, auch ich habe im Freundes- und Familienkreis durchaus auch Leute, die ich nicht erreichen kann. In der Geschichte kennen Sie vielleicht Martin Heidegger, ein großer Philosoph war das hier in Freiburg. Der war hochgebildet, Professor der Philosophie, der hatte einen jüdischen Lehrer und alles Mögliche. Und trotzdem ist er abgestürzt, völlig abgestürzt und ist auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr rausgekommen da. Das heißt, mein konkreter Rat: Erstens, die Leute nicht beschimpfen. Die Leute haben Angst. Die handeln vielleicht irrational oder sind sogar missionarisch oder aggressiv drauf. Aber die allermeisten haben sich in ihren Ängsten einfach völlig verfangen. Wenn sie die beschimpfen, wird gar nichts besser werden, sondern im Gegenteil, dann nimmt die Distanz nur ab. Sondern zweitens deutlich machen, dass man das nicht teilt und versuchen, über die Gefühle zu sprechen. Sind die Ängste? Kommen wir da weiter? Und dabei kann auch helfen, fragen. Also anstatt die Leute zu belehren, dann eben auch zu fragen. Manchmal finden Leute aus diesem raus. Ich muss Ihnen aber auch sagen, ich muss als Antisemitismusbeauftragter damit leben, dass ich nie alle erreichen werde. Ich werde es niemals erleben, dass es in Baden-Württemberg keine Menschen mehr gibt, die an eine Weltverschwörung glauben. Ich muss mir dessen bewusst sein. Und das wäre das Letzte noch, weil die Frage kam nach der Kommunikation. Deswegen mache ich das so gerne mit Abgeordneten oder Bürgermeisterinnen oder Landräten. Weil zum Beispiel, Marc, ja, ihr seid vom Volk gewählt. Und ich glaube, Veranstaltungen anzubieten, vor Ort oder wie jetzt digital, mit den Leuten, denen die Menschen ihr Vertrauen geschenkt haben, sollte ein Weg sein, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ergebnisse zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich habe selber einen Podcast, Verschwörungsfragen und so, aber ich glaube nicht, dass das nur aus Berlin passieren kann. Das muss vor Ort passieren, in ganz vielen Städten und Gemeinden. Und idealerweise sollte es auch nicht mit der Pandemie aufhören. Wir müssen Wissenskommunikation neu denken. Wir müssen Menschen mitnehmen, die eben nicht ein Zweitstudium abgeschlossen haben in dem Fachgebiet. Und deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht auch aus dem Erfolg heute, dass so viele Menschen sich informieren, so tolle Fragen stellen, dass man da auch was für die Zukunft mitnimmt. Ja, vielen Dank, Michael. Genau das war auch der Grund, warum wir das heute Abend machen. Und auch nochmal danke an euch zwei und aber auch an Sie alle. Wir sind jetzt fast über 80 Menschen, die hier einfach sich dran beteiligen. Also ich glaube, das zeigt auch, dass es wichtig ist, das zu machen. Ich will noch auf kurz 2 Punkte eingehen. Herr Müller, ja, natürlich das Thema der Kommunikation, auch da ist Politik manchmal gut, aber manchmal, glaube ich, finden wir auch nicht die richtigen Worte und
Das geht übrigens über alle Parteien hinweg. Und ich glaube, das ist auch die Lessons learned. Das ist die Aufgabe der Politik. Wir müssen eben Politik, Wissenschaft und eben nachher auch politische Entscheidungen noch in viel einfacherer Sprache. Und das heißt nicht, dass man es einfach erklärt, aber man muss es so erklären, dass es eben jeder, auch wenn er morgens aufsteht, sofort in seinem Kopf drinne hat. Und ich glaube, da müssen wir noch hart dran arbeiten, egal ob Opposition oder Regierung. Und Herr Paulus und der Björn Schüttenhelm hat es richtig gesagt, wir haben genug Betten, wir haben auch genug Beatmungsgeräte, Stand heute. Gerade auch bei uns im Landkreis Böblingen. Und Sie haben es gerade auch vielleicht in den Nachrichten gehört, in SWR 1 oder auch auf meinen sozialen Medien. Der Landkreis Böblingen, sprich das Klinikum Südwest, sucht freiwillige Menschen, die eine medizinische Vorbildung haben, die uns jetzt unterstützen an den Intensivbetten, auch bei der Reinigung. Das ist ja auch ganz arg wichtig in einer Pandemie, dass es immer wieder dann auch gereinigt wird, die Patientenzimmer, die Intensivstation. Daran sehen Sie die Not, die wir gerade haben. Nicht das Material ist das Problem, sondern wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen die Menschen, die helfen. Und der Björn Schüttenhelm hat recht. Ich kenne viele wirklich tolle Intensivpflegekräfte, die selber geimpft sind und sagen, warum soll ich jetzt nur noch die Leute, die sich nicht impfen lassen, jetzt hier retten und sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Pause. Und das ist eigentlich schlimm, so etwas zu hören. Aber ich glaube, das muss man auch dann realisieren, dass wir eben jetzt, und deswegen glaube ich auch, politisch nochmal zurückzukommen, ist die Impfpflicht jetzt eben auch das Gebot der Stunde. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir das nicht hätten, diese Situation. Aber jetzt müssen wir mit der Realität umgehen. Und das habe ich auch von Angela Merkel gelernt. Man muss jetzt handeln und man muss in der Realität handeln, denn Politik richtet sich nach der Realität. Und ich glaube, Björn und Michael, du hast es auch gerade gesagt, Michael, wir haben jetzt noch 8 Fragen, die würde ich auch noch gerne dran nehmen. Dann überziehen wir noch mal 15 Minuten, aber Björn nickt und Michael auch. Deswegen würde ich jetzt noch die 8 Menschen gerne auch aufrufen. Ich lese mal nur ganz kurz vor, dass ich auch keinen vergessen habe. Jetzt hat sich noch die Frau Haber gemeldet. Das nehme ich jetzt noch mit auf. Also ich habe jetzt den Herrn Hofbauer, den Herrn Volz, die Frau Schuster, den Herrn Stierle, den Herrn Weber, den Herrn Dengel, den Matthias Schulte, die Elke Staubach und dann die Lou Haberl. Und dann würde ich aber auch die Liste jetzt schließen. Dann haben wir jetzt noch 9 Wortmeldungen und wir fangen mit dem Michael Hofbauer an. Michael, bitteschön. Wir kennen uns auch, Walderstadt. Schönen guten Abend. Ich habe mir gestern drüben in der Messehalle den Booster geholt. Hat gut funktioniert. Also man kann wirklich die Aktion nur empfehlen. Der Arm spannt ein bisschen, war heute ein bisschen müder als sonst, aber sonst nichts passiert. Also ist gut verträglich. Und ich habe jetzt alle 3, also Astra, BioNTech und Moderna, bin also nach wissenschaftlicher Sicht, denke ich, sehr gut gerüstet. Nach Querdenkersicht habe ich jetzt wahrscheinlich 3 Mikrochips, aber da merke ich bisher nichts von. Was, denke ich, sehr hilfreich war die Aussagen gerade von Michael Blume, dieses, wie man an die Leute rankommen kann. Wir haben 30%, die nicht geimpft sind, aber das sind ja nicht alles Querdenker. Und wir müssen ja gucken, dass man möglichst viele da rausholt. Und deshalb eben neben den ganzen organisatorischen und strukturellen Sachen gucken wirklich, wie man da noch informieren kann und an diese Menschen rankommt, dass möglichst viele sich jetzt in der nächsten Zeit entscheiden, sich impfen zu lassen. Und das andere ist eben, sagen wir mal, der organisatorische und technische Part. Du hast es vorher selber gesagt, da ist die Politik auch im Moment immer noch ein bisschen hinkend unterwegs. Wenn man gesehen hat, dass bis Anfang November viele von Freedom Day gesprochen haben, auch manche Ärztefunktionäre, war das nicht besonders hilfreich. Wenn man jetzt schon wieder hört, die Überlegung Fraktionszwang bei der Abstimmung oder nicht, also bitte kein Schaulaufen im Bundestag, sondern einfach kurz und knapp verabschieden, dass das Ganze möglichst schnell kommt, dass man es umsetzen kann. Und eben Unterstützung vor Ort. Wir haben jetzt, wie jetzt auch dieses Wochenende wieder, unheimlich viele Initiativen, die viel von Privatpersonen und Organisationen gemacht werden. Also einfach, dass die Politik da guckt, dass man möglichst unterstützt wird, also Impfstoff da ist, Testmöglichkeiten da sind,
Das war ja auch kein so ein Ruhmesblatt, wie das alles runtergefahren wurde. Und bitte einheitliche Regeln. Wir haben ja jetzt ab heute oder beziehungsweise ab morgen in Württemberg 2G plus für alle. Und als Geimpfter, der sich an alle Regeln hält, ist das etwas, denke ich, wo manche dann auch allmählich ungeduldig werden, weil man fragt sich ja schon, warum werden wir jetzt mehr oder weniger für das, was andere verbocken, bestraft? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke, auch das kann irgendwann dazu führen, dass die Maßnahmen nicht mehr so akzeptiert werden. Vorher kam im Radio noch kurz, 2G plus gilt nicht für Geboosterte, also war erstmal nur ein Gerücht. Und dieses Widerstreitende wieder, ich denke, das macht die ganze Sache unheimlich schwierig. Ja? Und von dem her wirklich kein Schaulaufen mehr in Berlin, sondern in die Gänge kommen, dass wirklich vor Ort alles unterstützt wird. Vielen Dank, Michael. Ich werde auch dann dazu gleich was sagen, zu dem Schaulaufen. Und als nächstes darf ich den Herrn Volz bitten. Hallo, Herr Volz. Ja, guten Abend. Ich bin auch Naturwissenschaftler und aus meiner Sicht haben wir ein Imageproblem mit dem Impfstoff. Das ist meine Auffassung dazu. Wir haben damals als erstes gehört, der Impfstoff ist sicher von unserem Bundesgesundheitsminister und anschließend hatten wir 3 Wochen später die ersten AstraZeneca-Dosen. Das war nicht gerade promotionsfördernd für den Impfstoff. Weiterhin sind unsere Zahlen viel zu ungenau, 3 Millionen Geimpfte mehr oder weniger. Ich erwarte da schon bessere Tracking von Nebenwirkungen, Wirksamkeit. Da gibt es in Deutschland meines Erachtens keine Studien. In Schweden gibt es die Studie jetzt über die Wirksamkeit zum Beispiel. Da müssen wir meines Erachtens wesentlich besser werden. Wenn man die Zahlen anguckt von den Niederlanden für Nebenwirkungen, sind wir fast 7 größer als in Deutschland, obwohl die denselben Impfstoff verwenden. Die Frage ist, warum ist das so? Sollte nicht das Paul-Ehrlich-Institut entscheiden, ob etwas eine Nebenwirkung ist oder nicht? Dann ist die Frage der Haftung in Deutschland nicht geklärt, meines Erachtens. Das Bundesgesundheitsministerium kann zumindest auf die Frage nicht richtig antworten. Wer jetzt haftet und wer wie viel haftet? Im Fall des Todes zum Beispiel. Ich sage mal, ich will ja keine Witwenrente von 200 Euro dafür kriegen, wenn der Impfstoff versagt. Dann bemängele ich auch die fehlenden anderen Maßnahmen. Wir machen nicht nur Impfung, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wo wir das verbreiten. Und dann bräuchten wir uns auch nicht über das Thema Impfpflicht zu unterhalten. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Volz. Und dann jetzt Frau Schuster, bitte. Hallo, Frau Schuster. Wir hören, jetzt hören wir Sie. Hallo, guten Abend miteinander. Also ich habe erst mal eine persönliche Frage an Herrn Dr. Schittenhelm. Und zwar, also wir sind beide dreifach geimpft und sind ganz froh drum. Aber ich weiß, dass ich einen gesicherten IgA-Mangel habe. Inwieweit bringt das Impfen mir Schutz und inwieweit auch nicht eventuell? Zum Zweiten ist mir sehr große Sorge, dass mit den Boostern jetzt die älteren Leute, die nicht online sein können, es gibt ja 70 plus, spätestens 80 plus, dass sie überhaupt vom Booster mitbekommen, beziehungsweise vielleicht angeschrieben werden und vielleicht auch bevorzugt beim Impfen dann drankommen, denn die sind jetzt dann am Auslaufen, oder sind schon ausgelaufen mit ihrer Immunimpfung von vorher und das wird die nächste Welle geben, die dann als nächstes in die Kliniken kommen, wenn die nicht jetzt ganz schnell geboostert werden, sodass man die jetzt nicht vergisst zwischen den Erstimpfungen. Und dann ist mir eigentlich immer noch ganz arg am Herzen, dass man guckt immer noch auf die Krankenhauszahlen, wie man vorhin gehört habe, das dauert viel zu lange, bis man darauf reagieren kann, ob man nicht wieder auf die Inzidenzen zurückgeht. Vielleicht sogar Inzidenzen aufgegliedert zwischen geimpft und nicht geimpft, dass die Ungeimpften sehen, was sie eigentlich sich aussetzen. Vielleicht dann doch eher zum Impfen sich bewegen lassen. Und was mir auch noch eine große Frage ist, ist Triage, was ich jetzt auch im Kreis Böblingen Thema werden wird in absehbarer Zeit. Also mir, mein Mann und ich sind dreifach geimpft. Ich mit dem IgA-Mangel habe vielleicht eher Chance, hoffentlich nicht, aber ins Krankenhaus zu kommen. Mit meinen Mehrfacherkrankungen von vorab würde ich wahrscheinlich bei der Triage durchfallen und ein anderer Nicht-Geimpfter, der jung ist und gesund ist und jetzt aber
auf Intensivstation käme, würde mir vielleicht bevorzugt vorgezogen werden. Ich darf dann sterben, obwohl ich alles gemacht habe, was ich kann. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Post-Covid auch bei den leicht infizierten, jungen, gesunden, Sie kennen es ja, jetzt leider das Thema zu Genüge, es gibt ganz große wirtschaftliche Schäden, auch im Sozialsystem Schäden, im Gesundheitssystem extreme Schäden. Wer soll das bezahlen, wenn man nicht die jung und gesund wirklich motiviert, sich impfen zu lassen? Und ich glaube, das geht am ehesten, wenn man sieht, bei Inzidenzen, sagen wir von 400, sind vielleicht 50 Inzidenz bei Geimpften und dann 900.000, 2.000, wie auch immer, bei den Ungeimpften in gewissen Altersgruppen. Dass man das nicht außer Acht lässt, weil das sind Spätfolgen, die kann man jetzt noch gar nicht erahnen. Gell? Ja, das wäre es. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Schuster. Und ich würde mal sagen, wir machen wieder die bewährte Reihenfolge. Björn, Michael und dann nochmal ich. Björn, bitteschön. Genau, dann gehen wir zu den Fachfragen. Thema IgA-Mangel, Frau Schuster, kann man einfach schlicht, das wissen Sie bei Corona, wir haben einfach, der Virus ist neu, da haben wir nicht gesicherte Ergebnisse, die sagen können, ob das wirklich einen Auswirk darauf hat, ob das schlechter oder besser wirkt. Wichtig ist ja letztendlich bei Corona ist IgM und IgG sind die Immunglobuline, die wir bei Corona haben. Insofern würde ich aus dem Bauch raus sagen, die sind da jetzt nicht ungenau benachteiligt, lässt sich aber natürlich wissenschaftlich zum Stand heute nicht wirklich abschließend klären. So meine persönliche Einschätzung. Ganz richtig, das Thema Ü70, wir müssen andere Menschen erreichen, meine digitalen Lösungen sind gut, kriege ich auch viel Lob für, aber sie erreichen natürlich nicht alle damit. Und da sind wir natürlich jetzt fest in der Planung und haben ja auch eben gerade in Sindelfingen zum Beispiel niederschwelliges Impfangebot am Rathausle, aber sie haben halt immer das Problem, wenn sie Menschen ohne Termin kommen lassen, dann haben sie Riesenschlangen von 4-5 Stunden und das ist natürlich in der Pandemie auch nichts. Und das ist so diesen Spagat, den wir haben. In der Tat werden wir versuchen, niederschwellige Angebote zu machen, auf die Kommunen zuzugehen und zu sagen, liebe Kommune, mach doch spezielle Angebote für deine Ü70-Gruppen. Wir stellen denen spezielle Kontingente unserer Impfzentren, also in den KISS im Sindelfing oder in den TITZEN, also in den Test- und Impfzentren in Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg, Böblingen zur Verfügung. Das sind die Dinge, die wir jetzt planen, dass wir wirklich es eine Kampagne machen, die seinesgleichen sucht, wie man so schön sagt. Ich glaube, da sind wir im Landkreis Böblingen sehr gut aufgestellt. Die haben wir auf dem Schirm und um die wollen wir uns auf jeden Fall kümmern. Michael, bitte. Ja, ich kann es diesmal ganz schnell machen, weil es waren ja vor allem ganz fachliche Fragen. Aber was Frau Schuster angesprochen hat mit der Triage, das ist eben auch tatsächlich das, was auch zum Beispiel meine Tochter erlebt und was sich auch jeder denken kann. Ressourcen sind begrenzt. Wir haben das Problem, die personellen Ressourcen sind begrenzt. Ich will auch mal deutlich machen, dass wir ganz viele Menschen ja auch einer Gefahr aussetzen, dass sie sich selber quasi dann in diese Situation begeben müssen, Erkrankte zu behandeln, in Schutzanzügen tagelang. Und über deren Freiheit sozusagen wird zu wenig gesprochen. Und deswegen finde ich das ganz richtig, Frau Schuster, was Sie sagen. Eigentlich muss man auch berücksichtigen, wer wirklich konstruktiv mitmacht und wer auch behandlungsbereit ist und wer auch andere schützt. Durch das Impfen haben Sie ja nicht nur sich geschützt, sondern auch andere geschützt, die vielleicht aus medizinischen Gründen gar keine Impfung annehmen, gibt es ja auch, annehmen könnten. Das heißt, Sie haben damit sich und anderen etwas getan. Und das wäre mir auch ein ganz großes Anliegen, einfach nochmal klar zu machen, die Menschen, die dann wirklich helfen, die wirklich um das Leben der Menschen kämpfen, die lassen wir halt auch alleine, wenn wir durchgehen lassen, dass ein großer Teil der Bevölkerung einfach sagt, interessiert mich nicht, ich habe ein festes Immunsystem. Und wenn sie dann auf der Intensivstation landen, nehmen sie doch die Ressourcen weg, die vielleicht anderen Menschen noch das Leben retten würden. Das muss man eben sagen, vom Personalabbau, und das haben wir momentan, Björn hat es ja vorhin erwähnt, ganz zu schweigen, unsere Kräfte brennen aus. Und über das Klatschen von der ersten Welle wird heute mit Bitterkeit gesehen, dass man sagt, die Menschen haben zwar geklatscht für uns, aber dann hat ein ganz großer Teil nicht seinen Teil getan. Nicht die Mehrheit, aber doch ein ganz großer Teil. Ich würde vielleicht noch auf zwei Punkte eingehen. Michael Hofbauer hat ganz klar gesagt, kein Schaulaufen in Berlin. Ich bin sowieso nie fürs Schaulaufen. Ich denke, Politik sollte einfach arbeiten, die Ärmel hochkrempeln. Ich kann euch nur sagen oder an Ihnen alle, ich habe hier gerade auf meinem Handy gesehen, dass eben auch die Ampelkoalitionäre jetzt sehr schnell handeln wollen. Wir werden nächste und übernächste Woche, das sind zwei Sitzungswochen, in erster, zweiter und dritter Lesung dann wohl die Impfpflicht verabschieden. Da wird es natürlich noch eine Debatte geben.
Und dann muss das Ding einfach ab nächstes Jahr, ob dann ab Januar, Februar, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ich würde mich dafür einsetzen, dass es so schnell wie möglich, vielleicht auch der 15.01. dann die Impfpflicht kommt. Und du hast vollkommen recht, lieber Michael Hofbauer, die Zeit jetzt auch des politischen Streits, der muss jetzt vorbei sein, weil erstens, wir müssen jetzt diese vierte Welle brechen, aber wir müssen vor allem die fünfte Welle, die auf jeden Fall und definitiv kommen wird, verhindern, in dem Sinne, in dem wir eine hohe Impfquote haben. Und ich glaube, jetzt ist die Politik gefragt, gemeinsam mit der Bevölkerung. Jetzt haben wir Fehler alle gemacht und wir haben auch Kommunikationsfehler gemacht. Aber jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir eben gemeinsam jetzt diese Lösung finden müssen, auch wenn wir noch viel Arbeit haben, um eben den Menschen dann auch dieses neue Gesetz, diese Impfpflicht mit Bußgeldern dann zu erklären und dann eben auch den Konsequenzen auch klar werden zu lassen. So, jetzt haben wir noch zwei Runden, noch sechs Fragen und jetzt darf ich die erste Frage, die drei, nochmal bitten, sich schon vorzubereiten. Einmal den Herrn Stierle, den Herrn Weber und den Herrn Dengel. Herr Stierle, Sie dürfen anfangen. Roland Stierle, bitte. Ja, danke schön für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ich bin seit gestern auch zum dritten Mal geimpft. Ich habe das nicht nur wegen mir gemacht, natürlich auch, aber auch wegen denen, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel meine Enkelkinder. Und ich sehe darin auch das ganz große Problem, dass die Ungeimpften, und die Pandemie ist eine Pandemie der Ungeimpften zurzeit, maßgeblich dazu beitragen, dass meine Freiheit drastisch eingeschränkt wird. Drastisch. Und da frage ich mich, ob es die richtige Vokabel ist, wenn der Bundeskanzler in Spe sagt, es wird im Parlament eine Gewissensentscheidung werden, die Abstimmung zur Impfpflicht, ja oder nein. Ist es denn wirklich eine Gewissensentscheidung? Tue ich da nicht wieder die Mythen eher fördern, wenn ich das so sage? Oder ist es nicht eine Entscheidung, die ganz klar auf naturwissenschaftlich-medizinischer Basis erfolgt? Das wäre meine Frage. Vielen Dank, Herr Stierle. Die werde ich Ihnen dann nachher auch gleich aus meiner Sicht beantworten, diese Frage. Da habe ich auch eine klare Meinung da dazu. Dann habe ich den Herrn Weber. Elmar Weber, bitte. Hört er mich? Jawohl, guten Abend. Ja, ich möchte nochmal auf das Thema vulnerable Gruppen zu sprechen kommen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass man am Anfang der Pandemie gesagt hat, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlasten, überfordern. Und man hat von flatten the curve gesprochen. Erinnert euch vielleicht, um die Kurve abzuflachen, also über, dass die Infektionen eben sich nicht so schnell verbreiten, dass man Kontaktbeschränkungen ähnliches macht. Und man hat eben dort schon davon gesprochen, dass die Vulnerablen, vor allem ältere, Kranke oder welche mit Vorbelastung zu schützen sind. Daraus abgeleitet, und die Frage ist, hat man das genug gemacht, wäre natürlich gewesen, genau diese eben mehr zu schützen, vielleicht die vulnerablen Gruppen, auch das Thema Versorgung mit Schutzausrüstung. Das hat vielleicht manchen Glücksritter gar nicht auf die Idee gebracht, daraus große Geschäfte zu machen, wenn man es konzentriert hätte darauf. Und auch das Thema Gesundheitssystem, sprich intensiv, belegen gleich anzugehen, indem man das ausdehnt in Ausbildung, indem man auch auf Normalstationen dann Reserve hält. Oder, also viele Ideen dort entwickeln, genauso natürlich das Thema Anerkennung und Bezahlung. Wenn man jetzt zum Impfen dann kommt, da gilt es natürlich genauso. Wäre es nicht richtig gewesen, sich mit dem Impfen vor allem auf die vulnerablen Gruppen eben zu konzentrieren, wegen dem schweren Verlauf, um den zu verhindern? Auch vor dem Hintergrund, dass man ja heute davon ausgeht, dass wir keine sterile Immunität erreichen, dass wir keine Herdenimmunität in dem Sinne erreichen, dass der Impfschutz ja auch nachlässt, dass man weitere Impfungen braucht, dass wir jetzt boostern, viele boostern müssen. Und die Frage ist, in Dr. Schittenhelm, in Sindelfingen scheint es ja kein Problem zu sein, aber sonst sieht man ja die Schlangen. Also ist da die Frage, ob überhaupt die Erst- und Zweitimpfer
da in die Reihe kommen oder sich vielleicht sogar gehalten sehen. Vielleicht einen Satz jetzt noch, weil es ein bisschen wegen Schaulaufen war. Der politische und auch der gesellschaftliche Diskurs, der ist trotz allem notwendig. Er ist vielleicht teilweise sogar zu kurz gekommen in den letzten 18 Monaten. Und wenn man jetzt einen Krisenstab einrichtet, einen interdisziplinären, das hätte man eigentlich schon von Anfang an haben müssen. Danke. Vielen Dank, Herr Weber, für Ihre Fragen. Und dann habe ich den Werner Dengel. Herr Dengel, bitte. Ja, danke für das hier dabei sein dürfen. Ich habe drei Fragen. Ich weiß nicht, die erste Frage geht an Herrn Schittenhelm. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Haben Sie das so gemeint, dass alle Mediziner und alle Wissenschaftler auf der Welt, die nicht Ihre Meinung teilen, irgendeiner Verschwörung gefallen sind? Also so habe ich Sie zumindest verstanden. Da würde ich dann doch deutlich widersprechen. Also es gibt sehr viele Wissenschaftler, sogar, ich sag mal, Nobelpreisträger, die ihre Meinung nicht teilen. Dann hätte ich aber ganz spezielle Frage, wie sehen Sie die natürliche Immunität, also tatsächlich, wenn ich erkrankt war und Antikörper habe, gegenüber einer, ja, wo man weiß, also diese erworbene Immunität oder nicht zu erwerbende Immunität, die Impfung halt nicht bietet, wie Sie das sehen, wie Sie das gewichten würden. Dann gibt es an den Politiker, es gibt ja bisher, sage ich mal, schon Bedingungen für eine Impfung, wenn man über eine Impfpflicht redet. Diese Impfung muss, zumindest bis jetzigem Rechtsstand, muss die eine flächendeckende Impfpflicht, muss eine Herdenimmunität erreichen. Sie muss geringe Nebenwirkungen haben, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Impfungen müssen dazu dienen, dass die Übertragung des Virus entweder vermieden wird oder sehr, sehr gering sein muss. Und es müssen zugelassene, voll zugelassene Impfstoffe sein. Also diese Impfungen haben das bisher meines Wissens keinen Punkt, können Sie da erfüllen. Und dann war die letzte Frage, welche Werte spielen eigentlich, oder welche die persönliche Überzeugung von Menschen, was für Rolle spielen die in diesem Konflikt? Weil ich glaube nicht, dass es hier nur darum geht, ob ich für oder gegen die Impfung bin. Es sind persönliche Überzeugungen, die jetzt ins Spiel kommen, und ich kann keinen Menschen überzeugen, wenn der von etwas überzeugt ist und kommt und will den überreden. Das geht nicht. Das hat noch nie funktioniert. Also zumindest kenne ich das in der Welt, in so einer Menschheitsgeschichte nicht. Und wenn ich dir jetzt komme und sage einfach, ich sage mal, ich kann mich da outen, ich sage, mein höchster Wert ist Freiheit. Und dafür bin ich bereit zu sterben. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, also Sicherheit ist doch viel wichtiger und Gesundheit ist noch viel wichtiger. Nein, ist es nicht. Sie werden mich da nie überzeugen können. Nie. Das ist mein historischer Background, alles. Freiheit steht für mich ganz oben. Und alle, die das mit mir teilen, die werden Ihnen das genauso sagen. Und Sie kriegen uns nie, wenn Sie uns einreden wollen, nee, es ist die Gesundheit, die das Wichtigste ist. Aber genauso wenig will ich jemanden überzeugen, der sagt, für mich ist die Gesundheit das Wichtigste, dass der auf einmal für Freiheit ist. Das ist für mich wertneutral ein Stück weit. Das ist einfach eine Sachebene, da kann man die Dinger nicht gegeneinander aufspielen. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dengel. So, jetzt ich würde sagen, ich fange an. Genau. Ich fange beim Herrn Dengel an und fange von hinten an, von seiner Argumentationskette. Es gibt einen schönen Spruch und der gilt eben hier auch. Die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Freiheit des Einzelnen die Gemeinschaft gefährdet. Und genau das ist der Punkt, den Sie ansprechen. Und deswegen leben wir nun mal in einer Solidargemeinschaft und da müssen wir alle nun mal miteinander Acht geben. Und wir haben ein solidarfinanziertes Gesundheitssystem und das endet meiner Meinung nach an dem Punkt, wo Einzelne dieses Solidarsystem mit Füßen treten und gefährden. Und dann muss der Staat eine Entscheidung treffen und sagen, wir ändern das. Und deswegen diskutieren wir die Impfpflicht, für die ich übrigens auch vollstes Verständnis habe, weil wir eben gerade nicht alle erreichen werden. Dann muss irgendwann der Staat halt sagen und die Konsequenzen daraus ziehen. Zum Thema Impfstoff, die sind alle, die vier, die wir hier in Europa haben, sind vollständig zugelassen. Ich als promovierter Pharmakologe kann Ihnen sagen, Herr Dengel, es gibt auf dieser Welt kein einziges Medikament, was so gut erforscht ist, wie diese Impfstoffe, die gerade zugelassen sind. Das sind wissenschaftliche Fakten. Und die teilt jeder Wissenschaftler auf diesem Planeten, der sich noch auf der naturwissenschaftlich grundlegenden Basis begibt.
Wer da etwas anderes behauptet, ist einfach kein Wissenschaftler mehr. Das muss man einfach so hinnehmen. Thema Immunität, Unterschied zwischen, das ist ja immer so ein klassisches Argument, ist es nicht besser, sich anzustecken? Ja, ich habe sehr wahrscheinlich eine breitere Immunität, wenn ich praktisch mich infiziere, wie wenn ich einen Impfstoff gebe, wo ich eben ja nur eine bestimmte Struktur dieses Impfstoffes gegen den impfe. Das ist vollkommen richtig. Aber wir müssen einfach unterscheiden, was ist der Unterschied, was ist die Gefährlichkeit, was ist der Punkt, wenn ich praktisch mich anstecke, was habe ich für Gefahren und was für Gefahren habe ich, wenn ich mich impfe. Und da gibt es eine diametrale Disbalance. Deswegen muss ich als Wissenschaftler ganz klar sagen, das Risiko über eine natürliche Immunität ist viel, 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 viel zu hoch wie über gegen die Immunität durch das Impfstoff. Und ja, ich stehe zu dem Motto, dass Wissenschaftler, die behaupten, das ist alles harmlos und so weiter, die befinden sich nicht mehr im wissenschaftlichen Diskurs und die sind deswegen auch aus der wissenschaftlichen Welt verstoßen worden. Das ist nun mal so, die sind exkommuniziert worden, um es religiös und jetzt die Überleitung zum Herrn Blume zu schaffen. Und mit denen brauchen wir auch nicht mehr diskutieren, weil sie sich einfach auf anderen Grundlagen befinden und dann macht eine Diskussion keinen Sinn mehr. Michael. Ja, ich kann da kurz anknüpfen. Es ist tatsächlich so, also Wissenschaft produziert Theorien. Theorien sind Erklärungen über Zusammenhänge, die immer wieder überprüft werden können. Immer und immer wieder. Deswegen ist die Evolutionstheorie heute immer noch eine Evolutionstheorie. Nicht, weil sie schlecht belegt wäre, sondern schlicht und ergreifend, weil es theoretisch denkbar wäre, dass man irgendwann was Besseres findet. In der Physik kam auf die Physik von Newton, kam die Physik von Einstein zum Beispiel. Das heißt, natürlich wissen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nie, was wir in Zukunft rausfinden werden, was andere rausfinden werden. Deswegen ist auch eine gewisse Vielfalt an Meinungen okay. Aber ein Infragestellen des gesamten Konsenses, der bisher da ist, wenn jemand sagt, die Evolutionstheorie stimmt nicht, weil es steht anders in der Bibel oder im Koran, dann wäre tatsächlich der Fall, den Björn gerade erwähnt hat, eingetreten, dann wäre es außerhalb vom wissenschaftlichen Diskurs. Mythen sind aber eben auch ganz arg wichtig. Mythen, zum Beispiel Freiheit. Ja, niemand kann quasi im Labor beweisen, gibt es sowas wie Menschenwürde? Gibt es so etwas wie, das sind Dinge, an die wir glauben müssen und die können wir ganz unterschiedlich ausdeuten. Und Freiheit ist zum Beispiel ein Wert, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ich sage aber auch, die Freiheit ist eben auch immer die Freiheit der anderen. Und dann komme ich auf die Debatte über die vulnerablen Personen. Meine Kinder waren monatelang eingesperrt. Ich habe meinen jüngsten Sohn selber beschult zu Hause. Und über deren Freiheit ist kaum gesprochen worden. Betroffen waren die älteren Generationen. Und da wurde alles in Bewegung gesetzt. Ich darf daran erinnern, als die spanische Grippe damals war, hat es jüngere Generationen getroffen. Ich finde auch die Rede von vulnerablen Gruppen auch deswegen gefährlich, weil es dazu führen kann, dass Jüngere meinen, es betrifft sie nicht. Also nach dem Motto, mir passiert ja nichts. Und ganz so ist es eben auch nicht. Und vor allem wissen wir ja auch nicht, wohin die Dinger mutieren. Das heißt tatsächlich, glaube ich, Herr Weber, Sie haben das angesprochen, interdisziplinär. Ich glaube, wir müssen auch in der Kommunikation interdisziplinärer werden und breit anlegen. Weil natürlich ist der erste Impuls richtig zu sagen, wir schützen nur die Vulnerablen. Aber was wir damit auch Kindern und Jugendlichen und Schulen und so weiter unter Umständen auch angetan haben und antun, dass wir gerade, ich habe, wie gesagt, unterschiedliche Altersstufen hier zu Hause, was es zum Beispiel für Kinder und Jugendliche bedeutet, die gerade auch begonnen haben, die Welt zu entdecken und dann werden sie praktisch zu Hause eingesperrt. Und wir haben es hier in Deutschland ja noch vergleichsweise gut, aber wir haben ja auch Kinder, die dann zu zweit oder zu dritt auf dem Zimmer sitzen. Das sind schon Situationen, wo ich denke, da müssen wir breiter drauf schauen. Ich finde es problematisch, sozusagen in den Diskussionen über die Vulnerablen, die jüngeren Generationen komplett zu vergessen, zumal wir die dann ja auch wiederum brauchen im Kampf gegen den Pflegenotstand und so weiter. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Weber, das müssen wir für die Zukunft interdisziplinär und auch intergenerational breiter diskutieren. Freiheit ist eben nicht nur die Freiheit von Erwachsenen, sondern ist auch die Freiheit von Familien und Kindern, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich in gleicher Weise zu verwirklichen. Vielen Dank, Michael. Ich würde auch da gleich nochmal einsteigen wollen, Herr Weber, auch auf Ihre Frage. Hätten wir nicht stärker diese, sage ich mal, zu mehr beschützenden Menschen uns kümmern müssen? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben da natürlich auch darüber
in den letzten Monaten diskutiert, auch gemeinsam mit der Opposition. Und da gab es ja auch von der Opposition andere Meinungen. Ja, wir müssen mehr die Älteren schützen. Aber ich hätte es gerade in der ersten Welle auch nicht gewollt, dass wir die Älteren einsperren und die Jüngeren gehen draußen und trinken einen Kaffee und die drinnen und die Älteren lassen wir eingesperrt drinnen. Das wäre auch nicht mein Freiheitsbegriff. Jetzt komme ich auch gleich zum Herrn Dengel. Freiheit ist natürlich ein ganz wichtiger Begriff, gerade für mich als Politiker. Denn unser Grundgesetz gibt uns die größtmögliche Freiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit, die Religion auszuüben, die ich will, Freiheit, den zu lieben, den ich will. Trotzdem gibt es aber bei Freiheit auch eine Verpflichtung. Und das hat Michael, glaube ich, auch richtig gesagt und Björn genauso. Wenn ich aber als Einzelner die Freiheit der anderen gefährde, dann ist auch meine Freiheit eingeschränkt. Und deswegen glaube ich, ist die Impfpflicht, ja, das ist eine Einschränkung der Freiheit. Das sehe ich so und deswegen tue ich mir auch schwer damit und ich habe auch gerungen mit mir. Aber nach Abwägen aller Diskussionen, auch heute übrigens, also mich bestärkt heute diese Diskussion auch. Und dann komme ich auch schon zu der Frage von Herrn Stierle, warum ist es eine Gewissensentscheidung oder soll es so werden? Ich finde es nicht gut und ich finde, dass da Olaf Scholz und auch Christian Lindner, also auch da die Ampelkoalitionäre, glaube ich, den falschen Weg eingeschlagen haben. Aber ich respektiere ihn, denn ich habe nicht die Mehrheit und ich höre jetzt auch auf den Kanzler, der nächste Woche gewählt werden wird, weil er auch mein Kanzler ist, auch wenn er nicht zu meiner Partei gehört. Ich respektiere diese Entscheidung, aber ich sehe es wie Sie, Herr Stierle. Ich hätte mir gefreut, wenn die Regierung, die Ampelkoalitionäre einen Gesetzentwurf bringen. Wir diskutieren über den Gesetzentwurf, ändern den vielleicht nochmal gemeinsam mit dem Parlament und stimmen dann den Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Ich finde, da machen sich die Ampelkoalitionäre ein bisschen in Anführungsstrichen einfach und ich glaube, dass das eben nicht unbedingt eine Gewissensentscheidung hätte sein müssen. Und Herr Weber nochmal, ich glaube, das Wort der Interdisziplinarität, also sprich, dass wir mit allen Wissenschaften zusammenarbeiten müssen. Und das hat der Michael gerade richtig gesagt, interdisziplinär heißt eben, wir müssen Soziologen, ich bin selber eine, aber wir müssen auch die Immunologen, wir müssen diejenigen, die in der Pharmazie arbeiten, also den Björn, wir müssen alle hören und auch da die Abwägung machen. Und das ist immer ein Abwägen und nie eine hundertprozentiges Richtigmachen. Das habe ich gelernt in der Politik. Ich werde nie alle zufrieden machen können. Und ich muss mich davon auch befreien, so wie ich als Mediziner, als Apotheker oder eben auch als Religionswissenschaftler, ich werde nicht alle Fragen lösen können. Aber trotzdem glaube ich, nach Abwägung aller Dinge, die ich gelernt, gesehen und auch heute wieder mitgenommen habe, ist eben die Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt dann auch für mich als einzelnen Abgeordneten dann die richtige Entscheidung. So, wir kommen in die letzte Runde. Ich habe noch drei Wortmeldungen. Einmal den Mathis Schulte, die Elke Staubach und die Lou Haberl. Und wir fangen mit dem Mathis Schulte an. Mathis, bitteschön. Ist der Mathis Schulte noch da? Ja, jetzt kann ich mich freischalten. Wunderbar. Jetzt, bitteschön. Grüß dich, Marc. Wir duzen uns auch. Genau, wir kennen uns von der Universität Stuttgart. Von daher, wir kennen uns von der Uni, genau. Genau. Danke für die Gelegenheit. Herr Blume, ich habe eine Frage an Sie. Als die Pandemie losgegangen ist, habe ich diesen intuitiven Gedanken gehabt, wie werden sich die Rechtspopulisten mit dieser Pandemie auseinandersetzen? Die AfD, die FPÖ, die SVP in der Schweiz. Wie werden Hetzer und Demagogen mit sowas umgehen? Und kurze Zeit später haben Sie dann gesagt, wir werden eben wieder erleben, wie Verschwörungstheorien, wie Antisemitismus, wie das Ganze zunehmen wird. Und das Ganze hat sich ja inzwischen tatsächlich bestätigt. Sie haben da leider recht behalten. Und wir erleben, wie da halt immer mehr beharrt wird auf eigene Fakten statt auf eine eigene Meinung. Und erleben, wie halt leider nicht nur das Virus mutiert, sondern eben auch diese Angst. Und um da so einen Vergleich zu ziehen, wir haben sowas ja auch schon 2015 so ähnlich erlebt, dass wir eine Willkommenskultur hatten, als es einen großen Zustrom von flüchtigen Menschen gab.
und wie dann diese Willkommenskultur bei vielen Menschen gekippt ist von diesem Gefühl des Willkommenheißens zu Furcht, zu Angst, zu Wut, zu Hass und dann am Ende zu tödlicher Gewalt. 2015 hat sich Walter Lübcke für geflüchtete Menschen eingesetzt und 4 Jahre später wurde er ermordet. Wagen Sie dann noch mal eine weitere These, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, weil wir gesehen haben, dass sich halt eben genau durch diese bedrohliche Situation wieder diese Verschwörungsmythen, wieder diese Gewalt, wieder dieser Hass sich entwickelt. Und vor allem auch, ja, oder wagen Sie da eine These, es ist immer schwierig mit Prognosen, vor allem wenn Sie die Zukunft betreffen. Aber ob Sie da Rat haben, was wird sich entwickeln, wie, auf was müssen wir uns einstellen, wie können wir uns wehren, wie müssen wir unseren Diskurs verändern, um das möglichst abzuflachen? Und dann auch noch so, oder wie glauben Sie, wie knüpft das an Ihre Alpenraum-These an? Werden wir sowas eher in Stuttgart als in Hamburg erleben? Oder das ist so im Groben meine Frage. Ja, vielen Dank, Mathis, für deine unheimlich, glaube ich, wichtige Frage auch. Und ich glaube, Michael hat schon mitgeschrieben. Dann darf ich jetzt der Elke Staubach das Wort geben, aus Leonberg. Hallo, Leonberg. Ja, hallo, Marc. Wir sind ja auch per Du, deswegen vielleicht ist auch dabei. Das Thema Boostern war angesprochen worden und ist für mich nicht in Gänze beantwortet. Boostern hilft ja allen, auch denen, die jetzt den Grund genommen dann die Abwehrkräfte stärken sollen und auch das Thema Übertragung eben dann schwieriger wird. Trotzdem wird von allen wohl verlangt dieses Thema 2G+. Das macht mich ein bisschen stutzig oder auch, ich hinterfrage das jetzt mal, weil wir müssen ja auch ein Stück weit dran denken, das Thema Freiheit ist angesprochen worden, das Thema Wirtschaft ist hier jetzt noch gar nicht angesprochen worden. Also wie soll sich das auswirken? Im Grunde genommen ist das für mich so Richtung Lockdown wieder. Vielen Dank. Elke, vielleicht nur eine Ergänzung. Also gerade die neuesten Meldungen, jetzt die Landesverordnung ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, aber es soll wohl ausgenommen werden, so wie in Rheinland-Pfalz, dass Menschen, die 2G plus geboostert sind, dann eben keinen Test mehr nachweisen müssen. Also ist jetzt noch nicht verbrieft, aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen und das würde dann ja schon ein bisschen wieder mehr Freiheit für diejenigen bedeuten, die dann eben diese 3 Impfungen auch haben. Aber jetzt Lou Haberl, bitte. Wir hören dich noch nicht. Jetzt. So, jetzt müsste es klappen. Guten Abend miteinander. Ich möchte noch mal drauf eingehen, auf die Kommunikation, die wirklich in der Vergangenheit, Entschuldigung, von Seiten der Politik schlecht war. Und ich erhoffe mir, dass es in Zukunft etwas besser läuft, dass die Sprache klarer ist. Und es muss nicht immer alles in Englisch sein. Ich war zwar Englischlehrer, aber ich denke mit den Boostern, das war vorhin zum Beispiel, ja, wissen manche Leute nichts anzufangen. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele, die ich da nennen könnte. Und ich denke auch, vielleicht sollte jedem auch bewusst sein, auch eine Wissenschaft kann sich mal täuschen oder kann die Meinung der Situation anpassen. Das Gleiche können auch Politiker, denke ich. Ne? Und jetzt wäre meine Frage, weil es ging jetzt um das Boostern. Wie sieht Dr. Schüttenhelm das? Ich bin noch nicht geboostert, werde es Mitte nächsten Monats dann auch hinter mir haben. Wird denn langfristig schon weitergedacht, dass man etwa, wenn man geboostert ist, nach einem halben Jahr das wiederholen muss? Oder ist damit die Sache jetzt mal für eine gewisse Zeit abgeschlossen? Dankeschön. Vielen Dank, Lou Haberl. Björn, bitteschön. Dann fange ich wieder an mit dem Thema Boostern und fasse die beiden Fragen vielleicht zusammen. Also prinzipiell finde ich gut. Ich habe das auch erst jetzt gerade nebenher vernommen, weil ich auch dachte, oh Gott, 2G plus jetzt, wir werden wieder überrannt in den Teststellen und wir sind eh am Limit. Aber die Entscheidung, immerhin die Geboosterten auszunehmen, halte ich für sehr sinnvoll. Wenn man überlegt, was ich vorher versucht habe zu erklären, ist einfach, dass nach diesen 5-6 Monaten der doppelten Impfung die neutralisierenden Antikörper im Keller gehen und diese Menschen sich dann halt anstecken können und die Erkrankung auch übertragen.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, diese Menschen zu testen, wenn sie sich in Veranstaltungen oder in Räumlichkeiten oder Situationen begeben, wo viele Menschen sind. Die Geboosterten davon auszunehmen, macht ausdrücklich Sinn. Ich habe ja gesagt, ich bin glücklich geboostert und ich habe jetzt so einen hohen Antikörpertitel. Der ist um den Faktor 10, zum Teil 100 höher als davor, dass es extrem unwahrscheinlich sind, dass geboosterte, also dreifach geimpfte Menschen sich noch anstecken können. Mir ist derzeit noch kein Impfdurchbruch bei geboosterten Menschen bekannt. Und das ist die wichtige Nachricht auch heute. Die dritte Impfung, die schützt uns zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass eine doppelte Impfung ein halbes Jahr geschützt hat, dann wissen wir das von anderen Impfungen, die wir ja kennen, wo wir ja mit der Dreifachimpfung dann einen sehr, sehr langen und hohen Schutz bekommen, dass wir mindestens ein halbes Jahr wieder geschützt sind. Die Experten gehen eher davon aus, dass man mit dem Booster ein ganzes Jahr geschützt ist, dass wir dann also praktisch, so wie der Influenza-Virus-Impfung, in so einen Jahresrhythmus kommen werden. Das ist im Moment so. Das ist aber wirklich alles Hypothese. Das ist genau das, was Sie eben wunderbar gesagt haben, Frau Haber. Wissenschaft ist ein dynamischer Prinzip. Und das heißt nicht, dass Wissenschaft morgen was völlig anderes, kann ich sagen, es kommt eine neue Studie raus und dann werde ich morgen was anderes sagen wie heute. Was aber wichtig ist zur Abgrenzung, ist natürlich, wenn ein allgemeiner Wissensstand, da jemand komplett konträr argumentiert, dann kann man eben sagen, jetzt bewegen wir uns im Bereich der Mythen und nicht mehr in dem Bereich der Wissenschaft. Und das muss man, glaube ich, wunderbar mittrennen. Also ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir uns in einem halben Jahr wieder boostern müssen. Und dann gehen wir auch davon aus, wir haben ja bei den Boosterimpfungen, wir haben ja jetzt das Problem, die Grippewelle endet ja sehr wahrscheinlich wieder im April, März, April. Da werden wir ja wieder, wie in den letzten Phasen, auch im Sommer eher einen ruhigen Sommer bekommen. Und in dieser Phase wird es auf jeden Fall ausreichend sein, sich jetzt zu boostern. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir geschützt sind bis zum nächsten Herbst. Und dann müssen wir halt schauen, was macht Omikron? Das ist ja die große Frage. Mutiert uns praktisch das Antigen weg? Also sprich, wirkt unser Impfstoff noch? Das ist die entscheidende Frage, die sich in den nächsten 14 Tagen entscheidet. Wenn das der Fall wäre, dann fangen wir wieder von vorne an. Dann haben wir ein echtes Problem. Michael, eine ganz spannende Frage ja an dich gerade eben. Ja, also ich bin wirklich und möchte sozusagen meinen letzten Beitrag hier auch mit einem Dank einleiten, wirklich an alle. Das ist die Veranstaltung, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Übrigens auch kritische Einwände wie vom Herrn Dengel, respektvoll diskursiv, so muss das, also hätte, wir wären viel weiter, wenn es so von Anfang an gelaufen wäre. Und da bin ich dann auch schon direkt bei der Frage vom Herrn, dem Kollegen aus der Uni Stuttgart. Hilf mir kurz, Marc, wie heißt er? Der Mathis Schulte. Der Herr Schulte, genau. Also, es ist tatsächlich so, dass ich eine These vorgestellt habe, warum die Impfquoten im Alpenraum so niedrig sind, vor allem in den deutschsprachigen Gebieten. Das ist die Gebirgsregionen-Medienthese, die auch das Erzgebirge zum Beispiel sehr gut erklären kann. Und das hat dann so für Wirbel gesorgt, dass ich das auf meine Homepage gestellt habe und Interviews gegeben habe. Ganz knapp gesagt, es ist das, was Sie heute Abend erleben. Wir Menschen funktionieren vor allem über Sprache. Und in Gebirgsregionen haben sich die Leute über Jahrtausende hinweg selbst organisiert, in eigenen Gruppen. Wir haben vorher gehört vom Herrn Dengel, der übrigens auch ganz mit Naturbild im Hintergrund, das passt wunderbar alles dazu, ja, man steht für die eigene Freiheit ein. Man ist skeptisch, wenn Vorschriften von der Zentrale, von der Medizin, von der Politik kommen. Und da entsteht Naturromantik, teilweise auch Esoterik. Da kann aber leider auch Verschwörungsmythen und Antisemitismus entstehen. Positiv ist zum Beispiel Föderalismus, Demokratie. Schweiz ist mit die älteste Demokratie der Erde. Wir haben die Süddeutsche Ratsverfassung. Wir haben unsere, wir reden hier mit dem Wahlkreisabgeordneten. Wir wollen mitreden, mitbestimmen. Aber es kann eben auch umkippen in eine Überkritik, wo wir dann zum Beispiel sagen, ich glaube dem Wissenschaftler nicht, weil mir nicht passt, was der sagt. Ja? Oder weil er nach Berliner Charité klingt. Dann sagen Leute, ja, das ist nicht mein Dialekt, das glaube ich schon mal gar nicht. Also Sprache ist unglaublich wichtig, Emotionen sind unglaublich wichtig, wie wir miteinander reden, wie wir einander erreichen und deswegen dieser Ansatz auch über die Wahlkreise zu gehen, Marc. Weißt du, ich glaube, dass das kann nicht aus Berlin, die können ja den besten Podcaster der Welt hinstellen. Die Leute möchten in ihrer Sprache, in ihrem, was regional los ist, auch mitgenommen werden und vertrauen einem Apotheker vor Ort anders als einem Ärztefunktionär, der dann vielleicht auch manchmal auch nicht so glückliche Äußerungen ablässt. Gibt es ja auch, also auch
Dort sind ja Fehler passiert. Zur Prognose, ja, ich habe das die ganze Pandemie durch versucht und bin dafür viel auch kritisiert worden, aber ich mache das weiter, Prognosen zu geben, weil da kann man auch mal daneben liegen, aber es war soweit ganz gut. Im Sommer letzten Jahres Verschwörungsmythen, sogar schriftlich habe ich gesagt, Donald Trump wird die Wahl verlieren, aber es wird Gewalt geben, das hat sich eingestellt. Im September habe ich dann gesagt, nach QAnon werden viele Leute auf den Great Reset Verschwörungsmythos umstellen, das ist auch eingetreten, also dass man quasi anstatt zuzugeben, dass man falsch lag, nimmt man den nächsten Verschwörungsmythos und sucht es wieder. Im August hatte ich gewarnt, dass wir mit Gewalt rechnen müssen, weil die Querdenkerzahlen schrumpfen, aber die Leute, die noch dabei bleiben, werden radikaler. Dann war der Mord wegen einer Maske, wir haben mehrere Brandanschläge auf Gesundheitszentren, sodass ich jetzt tatsächlich die Prognose, die ich habe, ist, wir werden die Impfpflicht bekommen. Es wird auch gewaltsamen Widerstand dagegen geben. Es wird heftigen Widerstand dagegen geben, aber es wird die Lage befrieden. Das wissen wir aus den bisherigen Impfpflichten, weil dann auch Leute, die aus der Ecke nicht mehr rauskommen, die sich sozusagen selber da reingeredet haben, ohne Gesichtsverlust sich dann doch impfen lassen können. Also die Impfpflicht führt für eine heftige Debatte und auch Widerstand, aber danach wird es eine Befriedung geben. Was man noch tun könnte, um gegen die Extremisten, gegen die wirklich harten, gefährlichen Leute vorzugehen, wäre der Spur des Geldes zu folgen. Also denjenigen endlich auf die Pelle zu rücken, die die anderen manipuliert und abgezockt haben. Querschenken, die ihnen Esoterik verkauft haben, die mit Falschinformationen und Betrug Geld verdient haben. Da bitte ich, das ist quasi meine, wo ich sage, wir könnten da immer noch ganz viel bewirken, wenn wir endlich dagegen vorgehen. Aber auch da bin ich, das ist das Schicksal der Wissenschaft, halt immer ein bisschen der Rufer im Walde. Aber immerhin bin ich jetzt auch mal in Böblingen losgeworden. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank an alle. Ich fand, es war eine großartige Veranstaltung. Marc, Björn, es war eine Freude mit euch beiden. Ich glaube, das kann ich nur weitergeben. Und ich will noch einen letzten Punkt mitgeben, der vielleicht jetzt ein bisschen ja, auch lustig, weil ich glaube, das gehört auch mit dazu und auch ein bisschen trotzdem ernst ist. Die Lou Haberl hat mir was mitgegeben, was für die Kommunikation auch wichtig ist. Vielleicht ist Boostern nicht der richtige Begriff, aber der richtige Begriff ist Schützen. Lassen Sie uns alle auch jetzt mit der dritten Impfung schützen. Und ich werde nachher, wenn ich zu meiner Mama gehe, und ich glaube, die mit Boostern auch nichts anfangen kann, der sagt, Mama, lass dich mit der dritten Impfung schützen. Und das sage ich jetzt auch darum, weil die Lou Haberl, das glaube ich, kann ich hier verraten, war mal meine Englischlehrerin. Also so jung sind wir beide noch, Lou, dass wir heute beide auch hier gemeinsam sind an der Grundschule hier in Böblingen. Von daher danke auch für diesen Tipp übrigens, dass wir vielleicht gar nicht so viele englische Wörter benutzen, obwohl ich die auch gut finde, aber indem wir vielleicht da in der Kommunikation einfach auch viel klarer werden. Meine Damen und Herren und lieber Dr. Björn Schittenhelm und lieber Dr. Michael Blume, ich darf euch allen Danke sagen. Und ich glaube, Michael, du hast es gesagt, es war eine unheimlich tolle, aber vor allem anständige Diskussion. Es gab Menschen, die haben auch kritische Worte gesagt und das darf man. Das ist Meinungsfreiheit. Auch das ist Freiheit, dass man nicht die Meinung hat, vielleicht derjenigen, die heute gerade vorgetragen haben. Und ich glaube, der Weg war heute und das möchte ich auch weitermachen. Ich glaube, wir werden vor Weihnachten vielleicht auch nochmal in dieser Runde zusammenkommen. Dann sehen wir vielleicht, wo wir stehen aktuell, auch mit den weiteren Schutzimpfungen, der dritten Impfung. Und ich darf Sie alle nur einladen. Lassen Sie uns weiterhin, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, auch wenn wir nicht politisch immer vielleicht die gleiche Ansichten haben, lassen Sie uns aber gemeinschaftlich Lösungen finden, damit wir eben aus dieser Pandemie rauskommen. Ich habe mir gerade die aktuellen Zahlen vom RKI gerade geben lassen. Wir haben heute 71.900 neue Infektionen und 415 Menschen, die mit oder an Covid gestorben sind. Und ich glaube, das sollten wir jetzt nach unten bekommen. Und da wird die Impfpflicht uns vielleicht helfen, aber es wird uns vor allem helfen, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben. Deswegen darf ich mich jetzt bedanken. Wir waren in der Spitze bis zu 90 Menschen, die gerade eben hier diskutiert haben. Ich werde Sie wieder einladen als Ihr Abgeordneter für den Landkreis Böblingen. Darf aber jetzt, lieber Michael, lieber Björn, Danke sagen. Wären wir jetzt in einem Raum, hätte ich euch eine Weinflasche oder ein paar Pralinen überreicht. Ich
überreiche die euch jetzt einfach aus dem Herzen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bleibt alle gesund und ich wünsche Ihnen und allen einen schönen Abend und vielen Dank, Dr. Björn Schüttenhelm und vielen lieben Dank, Dr. Michael Blume. Einen schönen Abend. Grüße aus Böblingen. Okay, tschüss. Und ciao. Wer noch keine Ahnung hat, morgen in den Glaspalast gehen, oder? Genau, morgen in den Glaspalast, bevor es nicht langweilig wird. Genau. Und wer ein gutes Buch noch für Weihnachten braucht, bei Michael Blume gibt es ein paar gute Bücher, die man kaufen kann. Tschüss. Alles Gute euch. Dankeschön. Tschüss.